Ja, also wir haben zwei Neuigkeiten heute, lieber Chat. Die eine ist, dass jetzt ein Häkchen hinter unserem Namen ist. Wir sind offiziell Twitch-Partner. Tröd und alles, was dazugehört. Ich hätte einen Tusch reinladen sollen in OBS, fällt mir jetzt auf. Warte Ich mal. weiß nicht, wo das Häkchen ist, aber ich versuche drauf zu zeigen. Moment, es ist schräg in die Richtung unter dir, ist das Häkchen, Anselm. Genau. Quasi links unten im Bild. Also, ich habe natürlich nur eine Hand, meine Und dann Ist die ja andere nicht. Neuheit ist, alle Mitglieder dieser Gruppe haben einen Key für Tales Byer und sind im Spiel. Sie können alle ihre Miniaturen selber bewegen und selber würfeln. Wir schauen, wie oft ich noch versuche, für sie Dinge zu bewegen und zu würfeln, weil ich es mir jetzt so angewöhnt habe. Aber Erik hat schon rausgefunden, dass er Würfel wie Tipkick-mäßig mit seiner Figur durch die Gegend kicken kann. Keine Sache, das. Ich spiel mal mit hier. Ja, Ich also. meine eigenen? Nicht meine eigenen. Deine eigenen Würfel kannst du nicht kicken? Nee. Schräg. Ich kann keinen Würfel kicken. Ja, Okay, das ist alles eine interessant. Übungssache, würde ich sagen. Ja, das sind die zwei Dinge. Mal schauen, ob das dann auch zum allgemeinen Wohlbefinden und zum Laufen dieser ganzen Runde beiträgt. Wir haben, glaube ich, jetzt schon genug Zeit mit Richten von meinem Mikrofon und mit dem Einstiegsstream und dergleichen verbracht, dass wir nicht viel weiter an Smalltalk machen müssen. Und deswegen ist es jetzt eher die Frage: Weiß denn das Team B von unserer sieben gezeichneten Kampagne, wo wir zuletzt aufgehört haben? Wir hatten eine richtig, richtig, richtig krasse Folge. Ja, wir hatten keinen guten Morgen. Nee. Wir hatten eine aufgeladene Folge, in der wir alte Bekannte wieder getroffen haben, nämlich den sogenannten Raubritter, der nur ein kleiner Junge war, und seine Eltern, die wir auf dem Himmel getroffen haben in ihrem Haus, die uns also Travias Gastfreundschaft haben zuteil werden lassen. Ja, und wir haben die meisten Angehörigen dieses Haushaltes tot aufgefunden, und zwar merkwürdig tot, und auch noch einen reisenden Kartoffelhändler, der uns auch bekannt vorkam, und mussten dann leider feststellen, dass diese Leute von niemand Geringerem als von ihrem eigenen Sohn, aka Raubritter, umgebracht wurden, der aber offensichtlich, wie uns unser mitreisender Magier, Drakoniter, Magier? Magier, Magier, ja. Magier. Magier. Mitreisender Magier und mit merkwürdigem roten Auge uns sagen konnte, irgendwie die Spuren, also irgendwie ein Vampir zu sein scheint. Was uns allen natürlich nichts gesagt hat, deswegen haben wir ihn draußen an einen Baum gebunden und irgendwie ist er morgens in der Sonne dann zerbrutzelt, obwohl wir ihn eigentlich retten wollten. Und da hatten wir aufgehört nach dieser aufmunternden Szene, also nach Ja. noch ein paar Gesprächen untereinander. Er Und ist jetzt in einem Glas, bei einem Einmachglas. stimmt, Schulinei sammelt Gläser mit toten Leuten drin. Ja. Überresten von toten Leuten drin, ja. Ja, nein, nicht mit den vollständigen toten Leuten, sondern Not sure mit if Asche. crazy or spooky. Dann bleibt Why mir not los noch dos? ein paar erklärende Worte zu sagen. Das sind meine drei heutigen Spieler, Evie, Eric und Anselm. Und die sind das zweite Team oder Team 2 oder Team B, das wir in die sieben gezeichneten Kampagne geschickt haben. Und der Plan ist, dass nach dieser Session Team 1 und Team 2 zusammentreffen und dann schauen wir mal nach, ob wir durchmixen, wie sie sich wieder trennen, wie viele von ihnen überleben am Ende von Unsterbliche Gier und wie es dann mit einer neuen Zusammenstellung vielleicht weitergeht. Aber wir suchen gerade nach einem Termin und es sieht aus, als könnten wir auch einen gefunden haben. Müssen wir noch mit allen abstimmen, dass wir gemeinsam dann mit allen Sechsen aktuell spielen können. Der siebte Spieler ist aktuell ja verhindert. Und wir haben mit diesen dreien hier Albtraum ohne Ende durchgespielt und beendet, weswegen auch Ivis Charakter ein paar mehr graue Haare hat als zu Beginn der Kampagne. Gehen wir einfach mal kurz durch für die Leute, die vielleicht das erste Mal hier reinschauen oder seit längerem nicht reingeschaut haben. Hallo Ivi, wer ist Shulinai? Hallo, Shulinai ist eine aranische Katzenhexe, die eigentlich fast nie ohne ihren vertrauten Kater Yusufrid anzutreffen ist.
Ich würde sie als eine sehr impulsive Person beschreiben, die gerne auch mal deftig schimpft, aber auch ja, sehr traurig sein kann, wenn etwas Schlimmes passiert. Bisher sind viel zu viele schlimme Dinge passiert. Und ja, ihre beiden Kameraden hat sie ja zufällig getroffen, aber das würde sie natürlich nie zugeben. Sie hat sie ganz gerne, auch wenn sie sich ihre Namen nicht merken kann und sie maximal in Stresssituationen richtig hinkriegt. Stimmt, ich glaube, du hast Revanon einmal tatsächlich Revanon genannt. Ja. Ja, aus Stress. Also es ist tatsächlich so, wenn ich furchtbar gestresst bin, also mein Charakter furchtbar gestresst ist, dann passiert es manchmal, dass sie den richtigen Namen sagt. Ansonsten aber eher nicht. Ich glaube tatsächlich, sie hat mich Revanon genannt. Also stimmt auch. Maximal falsch. Sie hat sie mit den richtigen Namen angesprochen, aber jeweils die falsche Person. Ist auch schön. Wo wir bei Revanon sind, Erik, was ist das für ein Charakter? Ja, ich spiele Revanon, einen für einen elfischen Jäger, der, sagen wir, die wenigen Worte, die er am Tag hat, mit Bedacht wählt. Und bin schon, genau, bin unglaublicher Schwätzer und schon längere Zeit bekannt mit dem Zwerg, der hier an der Stelle neben mir im Bild zu finden ist. Und wir sind auch eigentlich mehr so aus Verkettung interessanter Umstände in dieses Abenteuer geschlittert. Und versuchen jetzt einfach eigentlich wieder herauszuschlittern. Ich bin mal gespannt, ob euch das gelingt. Ich denke eher nicht. Ich meine, wenn ihr wirklich die Absicht hegt, also wenn ihr einfach hinter meinem Rücken beschlossen habt, nicht weiter mitzuspielen und ganz klar irgendwie einen Ausweg sucht, dann ihr könnt auch mit mir reden. aktuell ist ja der Plan, wir tun, was getan werden muss, ne? Ja. Und was getan werden muss. Der Vertraute von Revanon, ohnehin, ja, es ist ja ein kurioses kleines Duo, ist Bardobar von Anselm. Wer ist Bardobar? Und warum kann er nur mit einer Hand aufzeigen? Bardobar kann nur mit einer Hand aufzeigen, weil er seinen linken Arm an der Trollpforte, im Ogerkrieg verloren hat. Er ist ein brillanzzwergischer Krieger, der aus der Not eine Tugend gemacht hat und von 202-jährigen Hiebwaffe dann zum eleganten Rapier gewechselt ist. Was man unter Zwergen vielleicht recht selten sieht, aber unter Brillanzzwergen, wir haben immerhin Kultur. Und ist damit aber eigentlich eine einigermaßen tragische Figur, die das aber in positiver Lebenslust versucht, irgendwie zu ertränken. Und Bardobar hasst Elfen übrigens, außer Revanon, der ist okay. Ja, Revanon ist so seltsam, dass er irgendwie sein Elfsein transzendiert hat und einfach eine eigene Art ist am Ende. Das ist meine Interpretation der Lage, aber vielleicht ist Bardobar, hat er auch nur ein weicheres Herz und weniger Vorurteile, als er denkt. Braucht halt zwei Arme, um einen Elfen zu töten. Ach so, das heißt, du bist einfach nicht in der Lage, dich um das Problem zu kümmern. Davon abgesehen, dann noch die letzte Info, auch schon öfters gesagt, wir spielen hier nicht die sieben Gezeichneten exakt so, wie sie in den Büchern steht. Die Abenteuer werden etwas mehr oder weniger angepasst und verändert. Und wir werden auch ein paar Sachen rauslassen und mal schauen, ob vielleicht sogar ein paar neue dazukommen. Und wir spielen sie nicht mit einem bestehenden DSA-System, sondern wir spielen sie mit unseren eigenen vereinfachten Regeln, die als DSA-Let's Play auch als PDF auf dem Skriptorium einsehbar sind. Der Grund dafür ist, es sind ganz einfache W20-Proben und es ist ein abgespeckter Charakterbogen und eine relativ einfache Progression für die Charaktere. Das geht einfach schneller. Und wenn man das als Actual Play und als Let's Play spielt, ist das eine wertvolle Zeit, die man sich spart, wenn man die Proben vereinfacht und das Ganze ein bisschen stromlinienförmiger gestaltet. Und überhaupt machen wir das, um Leuten die Kampagne näher zu bringen, die es nie schaffen oder geschafft haben, eine Runde zu finden, die sie spielen. Es ist nun mal die große Kampagne für das Schwarze Auge, die unglaublich viel geprägt hat, an der sehr, sehr viele ikonische Leute mitgearbeitet haben und ganz viele Dinge gesetzt und miteinander verwoben haben. Und das ist eine Möglichkeit, sie den Leuten in kompakter, überarbeiteter, frisch angestrichener Form einfach mal ein bisschen zu zeigen. Und jetzt le Intro. Die Schlange führt verderbender Leiber, einen Leib, den Verderber der Welt mit verschaffen.
feuchte Schalen Schärfe scheut, der gegen kein Schrecken ist gewachsen, wird in dem Kerker der feurige Blick des Weltenschöpfers fallen. Wird die verlorenen Scharen der Gestaltlosen annehmen die Gestalt die der Schar der verlorenen Wurzeln, die Festungen über das Land wandeln und die Belagerungstürme über den Himmel, die rote Saat der Bohr, eine alleine Ahnende mit dem Anmandinen wird die letzte Kreatur geboren und der Rote des wandelnden Bildes zum Bündner des Bedürfen und Einhorn zu zweien ins Tal der Finsternis, des fünf fernglänzende Finger den Flug der Felder öffnen, werden die Wasser blüht und die Brunnen sauer. Regen brennt und das Land schwer, die Sterne stürmen und schrecklichen Schatten stand, ein bitter Blut im Boden verschwindet. Wenn das geflügelte Geschoss im Grauen der Götter wird, dann wird der Rausch der Ewigkeit über die Schöpfung wehen. Der Morgen hat mit sich eine erschreckende Erkenntnis gebracht, nämlich dass das Kind, das Verwandelte, das ihr gefangen gesetzt habt, im Sonnenlicht angefangen hat zu brennen und schließlich zu Asche zerfallen ist, trotz aller Bemühungen, es zu retten. Und nach einigen Auseinandersetzungen und Gesprächen untereinander ist die Frage, was jetzt noch weiter geschehen soll. Ihr steht neben einem kleinen Gasthaus am Goblinpfad im Osten Weidens. Und die Szenerie ist erschreckend friedlich für das, was hier geschehen ist. Der Geruch von Blut und verwesendem Fleisch ist zurückgegangen. Ein frischer Wind weht das Tal hinab und nur hin und wieder hört man den gigantischen Fliegenschwarm, der im Stall immer noch um das tote Zugtier des Kartoffelhändlers kreist. Tamarell steht etwas brütend abseits und hält sich fern von Revanon, aber ansonsten scheint er relativ aufbruchsbereit zu sein. Ja, dann. Wir brauchen auf jeden Fall geweihte Erde. Irgendwo. Also. Wir sollten uns auf die Suche nach diesem Turm machen. Meinst du? Der Turm, den das Kind erwähnt hat, ja. Wo diese Kreatur hingeflogen ist. Aber das kann, der weiß wie weit sein. In der Luft, ich kenne mich damit immer ein bisschen aus, kann man sehr, sehr große Distanzen binnen kürzester Zeit zurücklegen. Das ist nicht vergleichbar wie auf einem Kamel durch die Savanne trotten oder. Das heißt, du könntest nach diesem Turm suchen. Naja, kommt drauf an. Also der kann auch, er hat ja gesagt, er hat geschlafen oder er hat das Bewusstsein verloren. Das bedeutet, der kann auch die ganze Nacht geflogen sein. Und haben wir wenigstens sowas wie eine Himmelsrichtung? Das ist tatsächlich eine gute Frage. Wir wissen allerdings, dass hier im Umkreis kein größerer Turm steht. Das haben wir geklärt, richtig? Ja. Ja, möglich. Aber wo wäre es dann? Es müsste ja irgendwo ein unzivilisierter Turm sein, sozusagen. Vielleicht auch nicht, aber wir bräuchten auf jeden Fall mehr Informationen, würde ich sagen. Und die kann uns wahrscheinlich am besten an Einheimischer geben. Das macht Sinn. Ein Einheimischer kann uns Informationen über hier geben, aber da wir natürlich nicht wissen, in welche Richtung wir gehen, können wir den Weg entlang gehen. Aber was ist, wenn wir in die falsche gehen? Ah! Ja. Alles in Ordnung? Er zwinkert, sein Auge ist vollständig rot geworden. Das sieht nicht gut aus. Mit einem schwachen Glimm in der Tiefe. Und du glaubst fast an der Oberfläche, statt der Wölbung eines Augapfels, Facetten zu sehen, die sich langsam herausprägen. Was passiert da? Hat jemand einen Spiegel? Ja, gar kein Problem. Ich packe mal den Handspiegel aus, den ich für meine morgendlichen Schminkorgien benutze und halte ihm das vors Gesicht. Oh, nein. Das ist... Ja, das sieht aus wie gut bei... aus. Ja, und vor allen Dingen, das sieht aus wie bei Liscom von Fasar. Der hatte diesen Stein als Auge eingesetzt. Warum ist der jetzt bei mir? Du hattest da aber vorher schon ein Auge drin, oder nicht? Ja, absolut. Also noch vor, ich meine, die letzten Tage war es blutunterlaufen und hat sich irgendwie seltsam angefühlt, aber das ist jetzt... Das ist muss halt eine passiert Katze. Sein. Hm?
Was? Wenn ich euch anschaue und mich konzentriere, sehe ich eine Katze. Also wen? So geisterhaft über euch. Mich? Ja. Und aha, wie sieht die Katze denn aus? Ist es eine eher dicke, gemütliche Katze oder eher eine... Sie sieht aus wie eine von denen, die man für gemütlich hält, bis man ihr zu nahe kommt. Ah, ja, das ist gut. Katze. Sein Blick wandert drüber. Bardoba, was für ein Seelentier hat dein Charakter vermutlich? Dachs. Lustigerweise hätte ich genau das gleiche gesagt. Ein Dachs. Ein ziemlich stattlicher Dachs, ja. Hm. Ja. Erik, selbe Frage. Ansonsten denke ich mir was aus. Das wird dann festgelegt. Oh, weia. Der Würfel der Meisterin rollt. Schneefuchs. Exakt, das wollte ich auch gerade festlegen. Ich lehne auch so ein bisschen abseits noch, ne, um die Kontinuität nicht zu brechen, weil ich bin ja ein Stück in Fort gegangen. Ich lehne so ein bisschen abseits in einem Gebäude. Aber Schneefuchs, ja. Oder? Und oder. Ja, über ihm schwebt ein weißer Fuchs. Wo? An derselben Stelle, wo ihr seid. Nur so aus Licht. Ist er sicher? Ich würde mal jetzt seine Temperatur fühlen, einfach um zu gucken, ob er vielleicht fiebert oder so. Normal. Okay. Also Fieber hast du schon mal nicht. Nein, ich schätze, warum auch immer dieser Stein auf mich übergesprungen ist, könnte man ja fast sagen. Er scheint seine Fähigkeiten mitzubringen. Super. Kannst du was Nützliches, den Turm finden zum Beispiel? Doch mal ein bisschen Mitleid. Der Mann hat jetzt so ein magisches Auge. Das muss schrecklich sein. Er juckt mir die Nase. Da sind auf jeden Fall Linien am Himmel und in der Erde. Was für Linien? Vielleicht Gold? Nein. Das ist ähnlich wie, wenn man... Ich weiß nicht, ob Hexen sowas Ähnliches haben, wenn man die magische Struktur der Welt sich anschauen kann. Ja, das geht. Kraftlinien. Ja. Was? Du sagst, du kannst Kraftlinien sehen? Einfach wenn, so? Wenn ich mich sehr konzentriere, ja. Oh. Das sind Kraftlinien. Das ist sowas wie, stell dir vor, Magie konzentriert sich auf einen Punkt und fließt. Und die können sich kreuzen. Manchmal fließen auch ganz viele zusammen. Das sind dann Orte großer magischer Kraft. Und ich kann klingt furchtbar eine Bewegung sehen, die nach Westen zieht an ihn. Ich weiß nicht, ob das normal ist, weil... Naja, da müsste man... Dafür müsste ich sie länger beobachten. Ja. Das ist beunruhigend, aber auch sehr aufregend. Ja. Ich finde es nur beunruhigend. Und überhaupt nicht nützlich. Wir wissen noch gar nicht, ob es nicht noch weiter nützlich sein kann. Also worauf haben wir uns denn jetzt geeinigt, Herrschaften? Was wohin meinst du? Gehen wir? Ich glaube, eine Einigung wurde noch nicht erzielt, richtig? Wir können ja, so lange gehen, wohin du willst, bis wir diesen Turm finden. Prima, dann würde ich sagen, gehen wir einfach erstmal, also ich meine, ich weiß ja, gibt es hier irgendeine andere Stadt außer die, aus der wir ursprünglich hergekommen sind? Balehu? Das ist schon eine der größten, die wir in absehbarer Zeit erreichen können, das stimmt. Naja, wir bräuchten auf jeden Fall irgendwas mit einem ordentlichen Bohrensanger. Dann ist zumindest die Richtung nicht die falsche. Ich bin mir jetzt nicht sicher, wie lange wir nach Osten wieder zurücklaufen müssten. Also, hier nach Osten geht sowieso gar nicht. Mich bringen keine 10 Pferde jemals zurück nach Dragenfurt. Nun, dann gehen wir doch nach Westen. Ja, gut. Ich könnte also auch schwören, also ich bin mir relativ sicher, dass ich im Westen ein vages rotes Glühen ausmache. So als würde da was brennen. Aber ich glaube, es ist nur da brennt nichts, richtig? Zeig nach Westen. Ein Watch allein weiß, ob das gut ist, was du da siehst. Ich sehe da nichts.
Was ist mit dir, Rivanon? Nichts. Aber sehen wir es uns trotzdem an. Und dann löse ich mich von der Wand und klaube meinen Kram zusammen. Dann nach Westen, richtig. Bitte. Und dann können wir vielleicht ein paar Dinge richten, die alle aus den Fugen geraten sind. Ja. Das wäre mir sehr. Können wir diesen Turm finden dann vielleicht? Und ansonsten sag Bescheid, wenn dein Auge irgendwas macht, was dir komisch vorkommt. Oh ja, das werde ich. Ich halte euch auf dem Laufenden. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass wir sehenden Auges in unser Verderben rennen. Ja. Ja, immerhin sehenden magischen Auges. Eben. Aber die Frage ist, wer, wenn nicht wir? Niemand hat derzeit die Informationen, die wir haben, wahrscheinlich, oder? Dass wer immer diese Vampirwesen erzeugt, wo diese Person ihren Sitz hat. Dieser Harpy hat was von der Mutter aller Monster gesagt. Also wenn ein Vampir ein Monster ist und die Mutter aller Monster ist die Mutter aller Monster, dann klingt das für mich so, als sollten wir diese Mutter aller Monster finden. Und riesiges, schwarzes, geflügeltes Wesen klingt für mich nach einem Monster. Vielleicht sogar nach der Mutter. Oder nach einem Dämon sogar. Also es ist wahrscheinlich, also wenn, dann ist es eine sehr aufwendige Chimäre. Und auch diesen zumindest mit dem Mundisch. Wir sollten gehen. Macht es einen Unterschied? Ja, das macht es in der Art, wie man sie bekämpft. Dämonen nehmen nur sehr wenig Schaden gegen normale Waffen, von normalen Waffen. Dafür sind sie gegen göttliche Kraft empfindlich und gegen Magie. Während Chimären sind zwar mit dämonischen Fähigkeiten erschaffen in der Regel, aber die sind sterblich. Die kann man genauso erstechen, nämlich an, wie normal. Du hast gesagt, sehr wenig Schaden. Du hast nicht gesagt, kein Schaden, richtig? Es gibt unterschiedliche Forschungsstände dazu. Aber es macht keinen Unterschied für die Richtung, in die wir gehen. Und ich zeige auf den Weg nach Westen. Dafür macht es keinen Unterschied. Soll ich vorangehen oder will jemand anders? Ich gehe schon mal los. Ich brauche ja ein bisschen länger in meinem Alter. Ne? Also ruhig vorangehen. Wer weiß, ob diese magische Pfadfinderschaft, die du da antrittst, nicht irgendwelche Kurven macht. Ich würde auf jeden Fall sagen, wenn sich irgendwas daran ändert. Aber noch ist das, also es ist so verteilt, ein verschwommener Fleck im Westen. Ja gut, dann gehen wir noch voran. Jawohl. Er schreitet los mit seinem Stab. Klock, klock, klock. Der auf der Reise fällt euch eines auf jeden Fall auf, aber vielleicht ja noch ein paar mehr Details. Würdet ihr mir bitte einmal alle kurz eine Probe auf eure Wahrnehmung geben? Ich muss nicht mehr für sie würfeln, das ist ja hervorragend. Ich muss erstmal meine Wahrnehmung finden, das ist die erste Herausforderung. Ich kann schon relativ sicher sagen, dass Revolun es geschafft hat und Baron nicht. Ich habe sowas bestimmt. Ich muss kannst erstmal würfeln und dann kannst du überlegen, ob es sich lohnt, nachzugucken. Wenn es nämlich nachzunehmen ist, kannst du es direkt. Ja, das kann ich wohl. Nehmen wir da mal meinen tollen Würfel. 14. Das ist wirklich. Aber ich bin wahrscheinlich nicht so gut wie Revenant. Dann sind die anderen wahrscheinlich abgelenkt davon, auf der Strecke zu bleiben. Schulinai muss ohnehin Yusufried tragen, der nicht mehr bereit ist, auch nur 3, 4, 5 Schritte alleine zu machen, wenn es nicht sein muss. Oh nein. Ja, nutzt, dass er selber gealtert ist, gnadenlos aus, um dein Herz zu erweichen. Es funktioniert. Und getragen zu werden. Die Frage, ob er es auch geschafft hat, innerhalb dieser unglaublich kurzen Zeit dann auch dicker zu werden. Nein, tatsächlich nicht. Er ist sogar dürre und etwas struppiger, als ihr in Erinnerung habt. Seine Reise war wohl nicht ganz so einfach. Revanon ist derjenige, der auch regelmäßig den Himmel im Blick behält. Und er sieht sowohl regelmäßig die Umrisse einer Harpie, vermutlich einer euch bekannten Harpie, weil es doch ein recht großer Zufall wäre, der
gerade so noch in Sichtweite von euch von Baumwipfel zu Baumwipfel flattert oder kurz zwischen zwei Felsspitzen schwebt, wenn ihr euch durch einen schmaleren Bereich des Goblin-Pfades bewegt. Und dann hoch am Himmel ein silbriges Glitzern, fast so als würde dort Wasser fließen, das sich dann aber einmal kurz durch ein paar Wolken bewegt und eine graue Silhouette darstellt mit weit gespannten Schwingen, die einer Fledermaus ähneln und einem langen, aalähnlichen Körper. Aber mit einzelnen noch Gliedmaßen, die du sehen kannst, die sich strecken und das Gleichgewicht der großen Kreatur halten. Irgendwo dort oben schwebt ein weißer Drache im Wind. Und Rivanon teilt nichts davon der Gruppe mit. Die Richtung scheint schon mal richtig. Hm? Die Richtung scheint schon mal richtig. Gut. Ich würde, wenn ich Bardobas Aufmerksamkeit habe, in die Richtung deuten. Keine Ahnung, ob er das trotzdem sehen kann, aber in die Richtung von dem grauen Schleier am Himmel. Ich sehe da nichts. Was siehst du da? Etwas Großes mit großen Flügeln. Gut. Fliegt es in unsere Richtung? Nicht wirklich gut. Dann löst sich kurz auch für Bardoba sichtbar dieser weiße Schemen aus den Wolken wieder heraus und ist ganz kurz ein dunkler Fleck vor der Sonne, bevor er weiter in einer kreisenden Bewegung sich über die Landschaft bewegt. So weit oben, dass es schwer ist, ohne die scharfen Augen eines Elfen auszumachen, was für eine Körperform das Ding überhaupt hat. Ein fliegendes Monster, ganz offensichtlich. Ich würde nicht widersprechen. Kannst du sehen, wohin es fliegt? Es kreist so ein bisschen, richtig? Es scheint zu suchen, ja, zu kreisen, Ausschau zu halten. Ein bisschen wie ein Raubvogel, der langsam in Aufwinden sich bewegt und dabei nach Beute Ausschau hält. Scheint sein Ziel noch nicht gefunden zu haben. Oder Beute. Ich bräuchte auch mal so einen Bogen, aber... Ich schiel so ein bisschen auf den linken Arm. Oder vielleicht eine Schleuder. Die Fledermaus ist schon in Ordnung. Auch da würde ich nicht widersprechen. Na dann weiter. Außerdem haben wir kleinen Besuch. Aber sie kommt noch nicht näher. Was meinst du? Weißt du was? Egal was du siehst, was fliegt, wenn du es abschießen kannst, schieß es ab. Außer es ist Schulinei. Ich schiel zur Schulinei rüber und nicke. Aber im Zweifel schieß drauf. Im Laufe des Tages, irgendwann nachmittags, wird die HP langsam immer unvorsichtiger und kommt immer näher, hockt auf toten Bäumen, die und sichtbar für euch alle, wenn auch 100, 200 Schritt entfernt, aber doch schon verlockend nah für Leute, die im Besitz eines Bogens sind. Und hin und wieder könnt ihr auf dem Wind auch ihr leises Schimpfen hören. Ja, ja, Schwesterknochen, faulen, 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 faulen. Aber wir sind ja nicht allein. Wir werden sie essen, essen werden wir sie und sie werden sie gut schmecken. Vor allen Dingen das Weib, weich. Die Alte habt ihr es wohl ganz allein. Ist nichts mehr mit anderen. Sind wohl keine anderen mehr da. Es gibt noch genug. Komm doch näher. Oh, nein, sie beobachtet. Und dann findet sie den Schwarm und dann essen wir euch. Klingt so, als würden wir bald einen Haufen Harpien treffen. Das könnte man Harpien essen? Vielleicht sollten wir die Harpien essen. Vielleicht solltet ihr anfangen, leckere Kräuter zu essen. Wäre nur nett. Ich würde lieber eine von diesen Wucherkartoffeln essen als eine Harpie. Meinst du? Also ich denke, wenn man die gut anmacht, das ist alles eine Frage, wie man es würzt. Ah. Roh. Bin ich lieber ein Goblin essen. Wenn sie einfach ein Stück reißen.
Also wir sind quasi auf dem Weg, ja? Ja. Okay, wenn es eine Möglichkeit gibt, sich ein bisschen von der Gruppe abzuseilen, würde ich das tun. Also wenn es nicht auf offenem Feld ist, meine ich, ja. Ihr bewegt euch die meiste Zeit durch Wälder am Goblin-Pfad entlang. Perfekt. Dann versuch doch mal zu schleichen, falls du möchtest, dass sie dich nicht bemerkt dabei. Das wäre das Ziel. Ja, das hat wohl funktioniert. Sie hüpft und flattert von Baum zu Baum und zu unterschiedlichen Felsspitzen und keckert dabei leise vor sich hin. Oh, man könnte sie noch wälzen in Lehm. Das nimmt alle die Haare aus der Haut. Und dann ist es alles noch viel zarter und saftiger. Und sie guckt runter. Moment. Wo ist der Elf? Elf! Elf! Und dann fängt sie an, panisch mit den Flügeln zu flattern, zu dem Zeitpunkt, wo Reva nun ungefähr 20 Schritt an sie ran ist. Das ist nicht nah genug dran für das die Nahkampfwaffe, aber nah genug für den Bogen, würde ich sagen. Ja. Dann eigentlich hätte ich mich nur absprechen wollen, aber das wäre eh nicht so Rebans Ziel. Ich kann meine Würfel auch aufnehmen, ist egal. Würde ich mal versuchen, sie mit einem Pfeil zu bedenken. Ja, das hat auch funktioniert. Mit einem leisen Tung schnallt die Bogensehne. Der Pfeil trifft die kreischende Herpie, die versucht hat, abzuheben und tatsächlich schon ein paar Schritte in die Luft geschafft hat, die jetzt taumelt, mit einer Flügelspitze einen Baum berührt, krachend durch die obersten Äste taumelt und stolpert und dann irgendwie schafft, in die Luft zu kommen, während Blut von ihr herabtropft. Ekliger Elf! Ekliger Elf! Ess doch den Elfen, nicht die Frau! Fliegt sie weg? Ja. Okay. Gut gemacht, Rivanon. Aber warum hast du sie nicht mitgebracht? Wenn du mit ihr hättest reden wollen, hättest du das die ganze Zeit tun können. Das stimmt allerdings. Naja. Das mit dem Essen war nicht ernst gemeint im Übrigen. Also ich habe keinerlei Lust, eine Harpie zu essen. Ich wollte sie nur wütend machen. Das hat vielleicht funktioniert. Ich musste es mir dann trotzdem vorstellen. War eine ekelhafte Vorstellung. Ja, nein. Nein, nicht so meins. Eine Hähnchen. Weniger. Gut. Allerdings auch ein Pfeil weniger. Rebanon. Was wert? Sich leerenden Köcher. Ist noch halb voll, immerhin. Ja. Da widerspreche ich sie nicht. Siehst du, wenn du den Köcher anguckst, dass er ungefähr halb voll ist. Oder halb leer. Oder halb leer. Sag mal, Tandaril. Tandaril? Ich kann es niemand anders meinen, außer mir. Richtig? Ja, richtig. Wen würde ich sonst meinen, Habibi? Kannst du mal einen Moment Yusufri tragen? Mir geht der schon arg ins Kreuz im Moment. Oh, ja, wenn er sich benimmt, sicher. Ja, natürlich. Yusufried, schau mal, guck mal, du darfst jetzt mit dem Tandlerel ein bisschen mitgehen und dann darf er mal den Kater tragen. Ich hoffe, der Kater macht das mit. Der Kater schaut euch erst missmutig an, mit einem Auge akzeptiert dann aber, dass ein anderer menschlicher Diener ihn tragen wird. Sehr gut. Sonst schaffen wir es heute nicht weit. Ich habe ziemlich Kreuz und Beine und ja. Ja, ja, ein gesundes Kreuz. So. Der Rest des Tages verläuft relativ ereignislos. Und läuft vermutlich darauf hinaus, dass ihr irgendwann ein Lager aufschlagen werdet oder wollt ihr die Nacht durchwandern? Auf gar keinen Fall. Wir lagern. Dulinai wird uns das vermutlich sehr deutlich und lautstark mitteilen, was sie von der Idee hält. Definitiv und vor allem, ich werde wahrscheinlich auch schon so ab 15.30 Uhr durchgehend jammern, dass was alles wehtut und wie gern ich jetzt Pause machen würde. Und ja. Tamarell, der Yusufried hält und versucht, ihn auf keinen Fall zu wecken, denn das letzte Mal hat der Kater danach beschlossen, dass er in eine andere Position will und sich mit Krallen dorthin gezogen,
mein leise, ihr habt doch immer die Möglichkeit, mit der Matte zu fliegen. Nicht? Stimmt das nicht? Oder ist das zu anstrengend auch? Ja, wie jetzt, wo ihr das so sagt. Also auf Dauer ist es natürlich auch nicht bequem. So, aber ja, stimmt, ich könnte einfach. Ja gut, aber Pause wäre trotzdem gut. Ja, wir können sicherlich eine Pause machen. Und ja. Aber danach schaffen wir noch ein Stück, oder? Nur noch ein paar Stunden. Ja gut, gut, dann fliege ich ein bisschen. Ich kann ja auch mal schauen, ob ich von oben irgendwas Spannendes entdecke. Du fliegst ein bisschen. Damit bist du auch diejenige, die einen guten Ort für ein Lager dann leicht ausmachen kann? Ich suche das aber eher nach Kriterien aus, wie sieht hübsch aus, wahrscheinlich. Es ist tatsächlich auch hübsch. Dass man ein bisschen laufen muss, um frisches Wasser zu bekommen, das werden die Leute sicherlich hinkriegen, deiner Ansicht nach. Ja. Ja. Aber es ist eine schöne kleine Felsspalte, in der man sich zurückziehen kann. Schön. Wenn übrigens, es tut mir leid, falls im Stream hörbar ist, dass hier schweres Landgerät vor dem Fenster hin und her fährt, das ist einer der Gründe, warum der Spieler von Tamaril derzeit keine Zeit hat. Hier ist die Ernte. Da findet man keinen Slot, in dem man streamen kann, wo es leise ist. Es tut mir leid. Ihr könnt dann abends relativ gemütlich und wahrscheinlich ohne große Eile, weil Shulinai relativ früh gesagt hat, jetzt aber, hier ist ein schöner Ort. Und ich werde keinen Schritt weiter mehr gehen. Das Lager aufschlagen. Wir hätten schon noch eine Stunde weiter gekonnt. Aber naja, gut, ich bin auch nicht mehr der Jüngste. Ja, ist richtig. Außerdem habe ich niemanden dabei, der mir eine Fußmassage besorgen kann. Es sei denn, jemand meldet sich freiwillig. Was ist denn mit Tamaril? Tamaril, schaut euch an. Inzwischen ist das Auge wirklich ganz offensichtlich ein Edelstein. Und zwar ein geschliffener. Und da ist nichts Fleischiges mehr dabei. Der Augapfel hat sich gänzlich aufgelöst in diesem Artefakt. Hm? Was ist mit Füßen? Fußmassage. Ich bin mir nicht... das war, glaube ich, nicht Teil meiner Ausbildung. Es ist überhaupt kein Problem. Ich kann dir gerne erklären, wie es geht und wo du draufdrücken musst, wenn du prinzipiell dazu bereit bist. Ich möchte dich natürlich nicht nötigen. Also, ich weiß jetzt nicht, ob das nicht unter der Würde von einem ausgebildeten Magus ist, aber andererseits, das zählt zur Heilkunst, richtig? Ja. Dann kann man das sicherlich vertreten. Wunderbar. Wenn ihr dafür den Kater wieder zurücknimmt. Ich nehme den Kater, keine Frage. Ich nehme den Kater und dann erkläre ich ihm, wie man Füße massiert, nämlich meine. Ja, so wird der Abend verbracht. Es passiert auch nichts weiter. Die HP habt ihr nicht mehr gesehen. Beziehungsweise du hast sie vielleicht aus der Entfernung zwischendurch gesehen, Shulinai, wie sie blutend und schimpfend auf einem höheren Teil der ringsum liegenden Bergkuppen saß und versucht hat, mit den Zähnen und mit einer ihrer Klauen den Pfeil zu greifen, der in ihrer Seite steckte und dabei nicht sehr erfolgreich war. Oh nein. War noch ein Jakons mal zur Abwechslung was Leckeres. Und fetten Hasen oder sowas. Keine Kartoffeln, keine Harpien. Ich schaue ihn dann nur noch mal kurz an, also Baduba, und mach mich auf und versuche was zu jagen. Was nehmen wir denn da? Wir haben, glaube ich, nicht Jagen als... Haben wir? Doch, haben wir. Echt? Ansonsten, wir haben ja Naturkunde frisch dazugefügt, aber wenn wir tatsächlich Jagen haben, dann nehmen wir das. Wir haben Jagen. Also zumindest auf meinem Sheet gibt es... Es macht ja auch Sinn. Es ist... 20 Minuten später kommt ihr mit einem Reh über die Schulter zurück. Ich möchte diese Würfel nicht für meine D&D-Session haben. Ich wollte das nur kurz sagen. Ja. Das ist ein sehr großer Hase. Ja. Vortrefflich. Ich mach mal ein Feuer. Zwerge können überall Feuer machen. Und dann nach dem... Können wir ein paar Tage von essen. Müssen wir aber gut abhängen heute Nacht. Sollten wir, ja. Und damit werden sauber ausgetrennte Fleischstücke über dem Feuer gegart. Und zusätzlich in einem kleinen Kesselchen gekocht, um sie für den Transport vorzubereiten. Und der Abend ist sogar relativ friedlich. Die Nacht ist lau. Der Wind hat sich gelegt.
Und ringsum von euch hört ihr Insekten, die leise zirpen, Nachtvögel, die Rufe ausstoßen, hin und wieder das Knistern und Knacken von kleineren Tieren, die sich im Gebüsch bewegen. Aber Abstand natürlich halten von eurem Feuer, in dem Fall, dass sie sonst das gleiche Schicksal ereilt wie das Reh. Ja, wie wollt ihr denn das mit dem Schlafen und Wachbleiben regeln? Also Revanon muss sich ja auch ein bisschen ausruhen, also können wir uns abwechseln. Kannst du auch wachen hier, Magister? Oh, sicher doch. Ich fühle mich sogar relativ wach, energiegeladen, ja, trotz des ganzen Tages Wandern. Okay. Welche Wache soll ich nehmen? Die dritte. Die dritte. Von vieren, ja. Oh, fein. Wer macht denn die vierte Wache? Ich. Gute Nacht. Wer macht denn... Aber dann müssen hier vier Leute wachen und ihr wollt doch sicher nicht die alte Frau. Natürlich übernehme ich die erste Wache. Ich muss weniger schlafen. Ich bin alt. Schön. Du bist nicht alt. Außerdem hast du ja noch Yusufrita aufpasst. Nein, genau. Verstellt. Das bedeutet gar nichts. Yusufrid wacht auch, wenn er schläft. Na gut. Gute Nacht. Gute Nacht. Und er schläft viel. Ich hätte dann gerne für später in der Nacht von allen von euch eine Probe auf Wahrnehmung um 4 erschwert. Ich habe jetzt Wahrnehmung gefunden. Das ist da fängt's an. Muss ich nur noch den Würfel finden? Was habe ich mit meinem Würfel gemacht? Hol dir einen neuen. Also neun. Du kannst die Leertaste drücken und einen neuen beschwören. Du kannst viele Würfel haben, wie ich möchte. Rechtsklick löschen. Nein, ich kriege nichts mit. Soll ich mal für den Magier würfeln? Niemand kriegt was mit? Kriegt jemand was mit? Keiner von uns. Aber was ist denn eigentlich mit Yusufrid? Was hat der für einen Wahrnehmungswurf? Ja, gute Frage. Yusufrid hat gar keinen Charakterbogen. Skandal. Fein. Yusufrid ist derjenige, der Shulinai seine kalte Nase ins Gesicht drückt und sie kurz vor Sonnenaufgang weckt. Oh, noch nicht jetzt, Yusufrid. Noch nicht jetzt. Was ist denn los? Oh, ich weiß genau, dass das nichts Gutes verheißt. Das heißt, ich setze mich ruckartig auf, packe den Stecken und versuche zu sehen, ob ich etwas sehe, was dazu sorgt, dass mein Kater faucht. Als du rausschaust, siehst du das Feuer runtergebrannt, fast ausgegangen. All die Geräusche, die dich in den Schlaf gelullt haben früher nach deiner Wache, das Rascheln von Tieren im Gebüsch, das Rufen von Käuzchen sind weg. Es liegt ein Nebel über dem Tal unter euch und niemand sitzt Wache. Wo sind die anderen? Alarm! Als du Alarm rufst, machst du ihn aus. In seiner grauen Robe gar nicht so leicht zu sehen, vor dem grauen Nebel, wie er sich dort mit einer einzelnen Gestalt unterhält. Hey. Was ist los? Guck mal, da. Der Tandil da, der hält ein Schwätzchen mit jemandem im Nebel. Das schauen wir uns doch mal an. Wer ist das? Mit wem redet der? Du kannst es erst kaum ausmachen hinter Tamarell, der auch nicht der Kleinste ist. Aber dann nimmt er seinen Hut ab und verneigt sich und macht den Blick frei auf eine schlanke, elfische Frau, die nackt im Nebel steht, mit langem, weiß-goldenen Haar und einer Haut, die fast so blass ist wie Milch. Und selbst auf die Entfernung bist du dir ziemlich sicher, dass ihre Augen golden sind. Der redet mit einer nackten Frau. Und sie streckt gerade langsam eine schmale Hand aus und legt sie ihm ins Gesicht, fast so, als würde sie ihn streicheln wollen. Das ist eine Elfenfrau. Man darf Elfen nicht trauen. Also, das ist eine weiße Frau. Eine weiße Frau? Eine weiße Frau. Das geht ja so gar nicht. Er hat uns die Dame nicht mehr vorgestellt und nun jetzt ist sie schon nackt. Und jetzt sind wir sowieso alle wach. Das heißt, zügigen Schrittes klemme ich mir den Kater unter den Arm und gehe dort mal hin. Ja, ich sag auch nur seine weiße Frau und bin schon raus, quasi. Und versuche mich lautlos zu nähern. Okay, wir fangen mal auf Schleichen.
Mit Schulina gibt sich keine Mühe zu schleichen. Ich stampfe einfach den Hang hinunter. Ja. Ich bin aber auch nicht leise genug, weil müde offensichtlich. Sie registriert euch offensichtlich nicht wirklich, sondern alles jetzt übergegangen von einer streichenden Geste dazu, dass sie mit vier Fingern anfängt, in die Augenhöhle von Thema Tamarell hineinzubohren, der auch anfängt, leise zu wimmern und zu schreien. Wie weit sind wir denn weg? In Metern? So ungrob. Noch so 50? Ich renn los. Ich renn auch los und sobald ich kann, werfe ich meinen Stecken. Sobald ich halb rum bin, so weit, dass ich nicht mehr, wenn ich schieße, Tamarell treffen könnte, schieße ich. Also wenn ich sehe, dass Bardo, also ich höre ja, dass Bardo anfängt zu rennen. Von daher. Dann fangen wir an mit Schulinai. Schulinai schreit die ganze Zeit, also lass deine Finger von ihm, nackt sein hilft dir auch nichts, wenn wir erst da sind, gib's richtig fies eins auf die und so weiter. Und dann würde ich es mal mit dem Radar versuchen. Welcher Würfel war meiner? Der war es nicht. Man kann die Würfel wieder löschen, wenn man sie nicht braucht. Eine 4. Sehr schön. Der Stecken zittert in deine Hand, springt dann vorwärts und wirbelt auf sie zu und sie schaut hoch und ihre Augen werden für den so einen halben Atemzug silbern. Der Stecken verharrt in der Luft und dann wirbelt er zurück und fängt an, auf Schulinai einzudreschen. Wow! Wie viel Schaden macht er? Immerhin habe ich sie abgelenkt. Das weiß niemand so genau. Ich glaube, das sind 3 Trefferpunkte auf jeden Fall. Als er dir einmal mit einem heftigen Hieb auf die rechte Schulter haut, das wird sicherlich blaue Flecken und Striemen hinterlassen. Oh nein, auch das noch. Sie stößt jetzt Tamarell mit einer Hand fast beiläufig zu Boden und schaut etwas irritiert den Hang hoch zu dir, wo du dich duckst unter den Schlägen deines Stabs. Und dann zu dem Elf und dem Zwerg, fast so ein bisschen so... Das ist eine kuriose Sammlung von Käfern, die sich annähert. So ein vages, nur schwaches Interesse für das Geschehen. Ich werfe ihr meine Fledermaus entgegen. Mhm. Und jetzt ist das Feld, Schussfeld frei. Leg los. Das müsste reichen. Ja. Bardoba? Hoho, hallo. Besser hätte es nicht sein können, ein meisterlicher Wurf. Eine 1. Gegen ihre Kehle. Beide Geschosse treffen sie oder würden sie treffen, wenn nicht ungefähr einen halben Schritt vor ihr eine Barriere aufblitzen würde, die aussieht, als habe jemand einen Hauch dünne Scheibe von Diamant oder etwas ähnliches in der Luft gespannt. Ein Schimmern in Regenbogenfarben und ein Glitzern, das dann wieder verblasst, nachdem der Aufprall vorbei ist. Sie schaut auf die Fledermaus, die tatsächlich einen Moment in dieser Barriere stecken geblieben ist und dort zittert. Und dann mit etwas mehr Interesse hoch. Zu ihren Füßen windet sich Tamarell gerade vor ihr, hat eine Hand immer wieder über das Auge geschlagen und versucht irgendwie klare Worte von sich zu geben, aber es ist so halb irgendwie verwaschen und als könnte er nicht richtig irgendwie seine Zunge und seine Lippen beherrschen. Und dann richtet sie sich auf und deutet auf Revanon. Firnia Fey, sagt sie mit einer hellen, zweistimmigen Stimme, die gleichzeitig unglaublich angenehm und irgendwie einladend klingt, aber dabei einen Unterton hat, so wie wenn man gerade eben bittere Medizin durch den Honig schmeckt. So etwas, was man ahnt, was da drin versteckt ist. Ich ziehe mein Rapier und renne weiter. Ja, ich bleib dann tatsächlich kurz stehen und spucke aus und ziehe dann mein Schwert und renne weiter. Sie lehnt sich zurück, fährt sie mit den Händen in ihr Haar und streckt sich und das Haar spinnt sich wie ein silbernes Netz um sie heraus und dann über ihre Arme und ihre Hände hinweg und fängt an, Schwingen zu bilden. Und sie wächst auf mühelos 4 Schritt an, bevor ihr überhaupt an ihr heran seid. Und auf ihrer weichen Haut fangen sich
die Umrisse von Schuppen abzuzeichnen. Und dass da Dornen und Hörner aus ihrem Nacken und ihrem Kopf wachsen, während sie sanft auf euch herablächelt. Wer von euch hat denn die höhere Initiative? Oh, Schulinei kriegt ja weitere 5 Trefferpunkte von ihrem Stecken ab. Ich bin halb tot. Die Initiative ist vor allem vom Geschick abgeleitet, ne? Ja. Ich habe auch 8. Ich kann mit 10 aufwarten. Dann ist wohl der Firnja Fey, das ist nämlich das, was sie gesagt hat, auf Elfisch, der Firnelf oder der Schneeelf dran. Und tut was? Nur weil sie größer und schuppiger wird, ist es kein Grund, stehen zu bleiben. Je nachdem, wie nah ich dran bin, renne ich einfach weiter. Wenn ich nah genug dran bin, würde ich versuchen, vermutlich mich an ihr festzuhalten, weil ich annehme, dass sie gleich wegfliegen wird. Oh, gut. Mhm. Dann hätte ich von dir gerne eine Körperbeherrschung. Es gibt keine Möglichkeit, dass es irgendwie schief geht. Ich finde meinen Würfel nicht. Ah, das ist mir wert, mein Schicksalspunkt auf Eis. Wird nicht besser. Eine 15 statt eine 15? Ja, eine 15 statt eine 15, das wird dann wohl eher nichts. Badoba. Der Elf wirft sich vorwärts und versucht, einen von aus ihren Armen löst sich ein zweiteres Paar Arme heraus, so als würde man Ton auseinanderziehen und wird zu Schuppen packen. Er versucht, nach einer davon zu greifen, aber sie ist mittlerweile auf fast 5 Schritt Größe angewachsen und außer Reichweite von Revanon, als er sich vorwärts wirft. Was tust du? Sie verwandelt sich gerade von etwas, das ich hasse, in etwas, das ich noch mehr hasse. Schreie, es braucht mehr als das, um einen Zwergen aufzuhalten, und werfe mich auf sie mit gezogener Waffe. Mhm. Nicht. Bin wohl zu aufgeregt. Ja, sie macht einen halben Schritt zur Seite und gleichzeitig siehst du wieder ein Echo von diesen diamantenen Schimmern in der Luft auftauchen zwischen euch, das deine Axt zur Seite lenkt. Mein Rapier. Dein Rapier. Und sie neigt langsam ihren Kopf, während ihr Hals wächst und ihr Gesicht länger wird, aber für einen Moment ist es noch das Gesicht einer unmöglich schönen Elfe, unnatürlich symmetrisch und dadurch gleichzeitig auch wieder kalt, während es so schön ist. Firnja Fey. Und dann spricht sie auf Elfisch weiter. Ich denke, ich rieche deine Auraen an dir und ich weiß, wie sie gestorben sind. Und ich bin mir sicher, ich weiß auch, wie du sterben wirst. Oder du kommst zu mir. Ich bleibe stehen und starre sie an. Lange genug vermutlich, dass irgendjemand anders was anderes tun kann. Hör nicht zu, was auch sie auch auch immer sie gesagt hat. Nicht zuhören! Badoba. Badoba hört nicht zu. Badoba schlägt sie nochmal. Badoba schafft es tatsächlich allerdings in dieser Reise. Er schafft es? Also, ja, er würde treffen. Nicht, dass er denkt, dass das passieren würde, aber. Wie viel Schaden kannst du maximal machen mit deiner Waffe? Mit meiner Waffe kann ich maximal 11 machen. Würfel mal. Elf. Wow. Es erscheint wieder das diamantene Schimmern in der Luft, aber dann siehst du tatsächlich ähnlich wie vorhin bei einer Fledermaus, die du so perfekt geworfen hast, wie die Spitze deines Rapiers ein Stück durchdringt und mit einem musikalischen Klingeln die kristallene Struktur in der Luft anfängt zu zerbrechen und sich Risse von dort aus aufbreiten. Das Gesicht, das jetzt nun ein Amalgam ist zwischen Elf und Drache, zwinkert langsam mit den großen goldenen Augen, wirft dann einen Blick in Richtung Bardoba. Und eine große Prankenhand fegt dich zu Boden. Du fliegst mehrere Schritte weit von ihr weg und nimmst 7 Punkte Schaden, während du gegen einen Stein geschleudert wirst und dann langsam zu Boden sackst. Ich brauche das hier, sagt sie und greift mit einer der großen Pranken. Ach, Tamarell, der vorher am Boden liegt. Zeit drängt.
Und damit richtet sie sich auf und schleudert sich himmelwärts. Ja, langer Drachenschweif peitscht einmal durch die Luft und verfehlt Drevanon nur um Haaresbreite, fällt neben ihm einen Baum, mühelos, so wie andere Leute einen Strohhalm durchknicken. Und dann hebt sich der 30, 40 Schritt lange Drache in die Luft mit den donnernden Flügelschlägen, die daran erinnern, als wenn ein Gewitter über euch drüber hinwegzieht. Alles neben euch neigt sich, als würden sie sich vor dem Drachen verneigen, die Kronen der Bäume rascheln. Kleine Kiesel fallen von den Berghängen herab, euer Feuer flackert einmal auf und ist dann gelöscht. Und dann hebt sich silbern und weiß vor dem Mond, der fast voll ist, so 7, 6 Tage vielleicht noch, in die Luft. Bardo, war alles in Ordnung? Sage ich, ohne mich umzudrehen zu ihm. Braucht schon mehr als einen Drachen, um einen Zwergen zu fällen. Mindestens 2 Drachen. Schulinais Stock wabbelt einmal in der Luft und fällt dann tuk, 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 zu Boden. Oh. Au. Oh. Ich kann wahrscheinlich 3 Tage nicht sitzen. Großartig. Was war das? Was soll das? Warum? Wo ist der Magier? Ist er noch da? Hat sie ihn mitgenommen? Weiß ich nicht. Wo ist der Magier? Müsste er, wenn er noch irgendwie in meiner Nähe liegen, wenn er noch da ist? Hoffentlich. Du schaust dich um, ja, und du erinnerst dich, sie hat nachgesagt, das brauche ich, und nach ihm gegriffen, und da sind nur noch die Umrisse von ihm, wo er sich am Boden gewälzt hat, und die Spuren von Krallen, die sich um ihn geschlossen haben und dabei tiefe Furchen in die Grasnarbe gerissen haben. Ich wusste doch. Ich bin ziemlich sicher, die hat ihn bezaubert. Ja. Das ist doch sonst kein solcher, ja. Der sich einfach so anfassen lässt von nackten Frauen. Keine Angst, den Drachen finden wir. Es war offensichtlich keine nackte Frau, sondern ein Drache, der sich als nackte Frau getarnt hat. Meinst du? Um diesen willensschwachen Magier um den Finger zu wickeln. Möglich, ja, würde ich auch sagen. Du hast doch gesehen, wie er ein Auge auf sie geworfen hat. Oh, sowas ist mir ja noch nie passiert. Ah. Oh. Was hat sie zu dir gesagt? Ich spucke dann wieder aus. Ein alter Mann und eine weiße Frau, hat er gesagt. Ein alter Mann und eine weiße Frau. Was soll das heißen? Hat er gesagt, der Junge. Der Junge? Hat er? Wann? Als wir ihn gefragt haben, wer ihn dazu gemacht hat. Eine weiße Frau? Meinst du eine weiße Elfenfrau, die eigentlich ein Drache ist? Sah für mich auf jeden Fall aus wie eine weiße Frau, der Drache. Kennst du noch andere weiße Frauen? Aktuell? Nein. Und die räumliche und zeitliche Nähe ist durchaus ein Indiz dafür, dass es sich um diese weiße Frau handeln könnte, ja. In welche Richtung ist sie geflogen? Nach Westen. Wir müssen nach Westen. Ja, so schnell wie möglich. Gut, ich weiß, es ist jetzt schon spät, aber ich würde gerne nochmal die Bassmatte ausrollen und einfach einmal so auf gute Übersichtshöhe gehen, weil so ein Drache ist ja relativ groß. Und vielleicht kann ich ja noch sehen, also ich will ihn nicht verfolgen, ich bin ja nicht lebensmüde, aber ich würde gerne sehen, wohin fliegt er, oder kann man sehen, vielleicht wo er landet, oder... Du steigst mit der Bastmatte auf, und als du dich über die Wipfelhöhe begibst, hält etwas Weißes auf dich zu, mit einer Schwingenspannweite von so vielleicht etwas mehr als einem Schritt. Ein Schritt? Und etwas großen goldenen Weißes. Augen. Und willst du ausweichen, oder? Ja, auf jeden Fall. Ich werde ein Ausweichmanöver einleiten. Also so unter die Baum,
Kupp absinken oder so. Lässt die Bastmatte absinken und die große Eule streift lautlos an dir vorbei und wirft dir einen, du würdest fast das interpretieren, als erschrockenen Blick zu. Dann schlägt sie mehrfach mit den Flügeln und versucht ihren Kurs zu korrigieren und sagt, Verzeihung! Die Eule hat gesprochen. Ja. Wo fliegt die Eule hin? Sie wendet jetzt mit einem Bogen und hält wieder auf dich zu, langsam gleitend. Oh, dann hovere ich mal, also ich fliege auf der Stelle und gucke die Eule an. Darf ich landen? Fragt sie, als sie noch so 10 Schritte entfernt ist. Ja. Dann setzt sie elegant zu einem Landemanöver auf, faltet ihre Schwingen aus und setzt sich dann vor dir auf deine Bastmatte. Sie richtet kurz noch ein paar Federn mit ihrem Schnabel, dreht den Hals in die eine Richtung, in die andere Richtung und sie ist, du würdest sagen, eine Schnee-Eule? Du bist da nicht so gut mit. Das sind Vögel, die bei dir zu Hause nicht so richtig vorkommen. Aber es ist eine Eule und sie ist weiß. Da ist es naheliegend, dass es irgendwas mit Schnee ist. Die nennen hier alle Tiere, die ähnlich aussehen wie bei dir zu Hause, nur eben andersfarbig Schnee irgendwas. Schneefuchs, Schneeeule, was, Kram. Was bei uns der Wüstenfuchs, das ist hier der Schneefuchs. Ja. Wahrscheinlich, ja. Okay. Aber sie ist ziemlich groß. Also sie ist fast so groß wie du im Sitzen, während sie vor dir steht. Und schaut dich jetzt mit ihren großen, gelb-goldenen Augen an. Ganz kurze Frage, bevor wir hier das große Hallo und überhaupt, hast du einen Drachen gesehen und in welche Richtung ist er geflogen? Oh ja, ich habe die Drachen gesehen, die nach Westen geflogen ist und habe meinen Kurs korrigiert. Ich fürchte, ich bin vielleicht zu spät? Ja, zu spät. Wollen wir vielleicht landen und mit meinen Freunden sprechen? Oh, sicher. Meine Auftraggeberin ist sich ohnehin unsicher, wen aus eurer Gruppe sie braucht. Sie verneigt sich etwas steif, weil der Eulenkörper nicht dafür gedacht ist. Dann landen wir doch bei gerade. Ich bringe uns mal möglichst sanft zu Boden. Mhm. Sie steigt mit ein paar albernen kleinen Schritten von deiner Bastmatte und setzt sich dann dorthin. Ich habe Besuch mitgebracht. Das ist... Oh, ja, jetzt sollten wir vielleicht vorstellen. Wie ist denn dein Name? Ich bin Orofeia. Ja, Orofeia, das ist Orofeia, die Eule. Wir haben uns auf der Suche nach dem Drachen kennengelernt, gerade eben. Wie meine Waffe. Das ist Yusufrid, kein Grund für Gewalt. Das ist Yusufrid, das da ist Bardabil und hier haben wir Refanon. Und das ist eine sprechende Eule. Das kommt dir überhaupt nicht merkwürdig vor, nachdem wir gerade eine weiße Frau, die sich in einen Drachen verwandelt hat, gesehen haben. Was glaubst du, in was sich die Eule jetzt verwandelt? Denn ich kann euch versichern, das ist meine normale Gestalt. Und dass ich sprechen kann, liegt nur daran, dass ich ausgesprochen alt bin. Und ihr könntet mich als die Erste oder die Königin meiner Art bezeichnen. Oh. Ja, also ich hätte sprechende Eule jetzt für völlig normal hingenommen. Was ist denn das Problem damit? Oh, wir sind... Meine Art ist selten. Ich kann verstehen, dass jemand beunruhigt ist davon. Aber... Keine Sorge, ich bin nicht hier, um euch zu schaden. Zumindest nicht wissentlich. Unwissentlich reicht mir schon. Ich gebe meine Fledermaus auf. Dann... Barlobal? Bardobar. Au. Das ist Revanon. So heißen wir wirklich. Klackt einmal verwirrt mit dem Schnabel und nickt dann wieder. Wer bist du? Orofeia. Orofeia. Hast du einen Drachen gesehen, der nach Westen geflogen ist, weiß, hässlich? Das habe ich, ja. Ah. Ja. Immerhin. Na dann, kannst du den vielleicht für uns finden? Ich habe gerade erst euch gefunden und das ist doch noch Teil einer Aufgabe, die mir aufgetragen wurde. Ich sollte die Gruppe finden, die mit einer Person reist, deren Auge zu einem Kristall geworden ist. Sie schaut nach links. Da bist du ein bisschen zu spät dran. Sie schaut nach rechts. Sie dreht den Kopf einmal um fast 360 Grad und dann wieder nach vorne. Ich zeige auf die Krallenspuren vor mir im Dreck. Ich verstehe. Ich sollte seine Begleiter oder ihre Begleiter finden und zu meiner Auftraggeberin bringen. Und es eilt.
Oh, meine Auftraggeberin ist Lutselin vom Blautan. Wer ist das? Also, der Name dürfte euch allen zumindest ein bisschen was sagen. Revanon und Bardoba, weil sie ja durchaus bekannt sind mit dem Herrscher von Weiden. Und Lutselin von Blautern eine der berühmtesten Hexenweidens ist. Die auch eine beratende Hexe an den Hof geschickt hat, aktuell. Und Shulinai mag sie auch kennen, weil es tatsächlich eine sehr mächtige Hexe ist, die auch in anderen Schwesternschaften bekannt ist und die zu den größten Treffen auch immer erscheint. So, so. Ja, dann. Ich würde mich auf den Arm nehmen. Ich habe innerhalb einiger weniger Tage mehr Magie erlebt, als in meinem ganzen langen Zwergenleben zuvor. Ah, das geht vielen so. Sie klackt wieder mit dem Schnabel. Seid versichert, ich bin keine Magie. Ich bin, was ich bin. Das ist doch schon mal was. Und nun, Lucillen stimmt. Hat mir aufgetragen, euch so schnell als möglich zu ihr zu bringen. Dann sollen wir zufällig im Westen? So schnell wie möglich hin. Der Blautan ist tatsächlich westlich von hier. Dann liegt es auf dem Weg. Ja, das steht doch wohl außer Frage, dass wir der Einladung nachkommen. Ich meine, wichtige Schwester, einflussreich, hallo? Und sie sagt, sie hat ein Geschenk für euch. Geschenk? Los! Wir machen notfalls auch keine Pause heute. Ich fühle mich auf... Ich muss euch sagen, dass die Geschenke von Lucelin durchaus auch, wie sagt ihr, zweischneidige Klingen sein können, aber dennoch... Ich bin mir sicher, sie tut solche Dinge nicht aus Leichtigkeit. Solange sie Drachen töten. Versucht. Ich drehe mich schon mal weg. Gut, wo lang? Ich war kurz versucht vorzuschlagen, dass wir nach Osten gehen, aber gut. Ich kann euch sicherlich nicht zwingen, ich bin nur eine Botin. Nein, es steht außer Frage, dass wir gehen. Es steht außer Frage, dass wir gehen. Ja. Und dieses zweischneidige Schwert annehmen, das zumindest in die eine Richtung schneidet, in die wir nicht sind. Wir sollten uns zumindest erstmal anschauen, was das zweischneidige Schwert ist. Hm? Das klingt nach einer weisen Entscheidung. Ich bin bereit, euch den Weg zu zeigen, sobald ihr bereit seid, hinzugehen. Okay, ja, wir sind bereit. Hast du Lust auf ein bisschen Reh? Oh, ist es noch roh? Ja. Zum Teil. Das ist ein sehr großzügiges Angebot, danke. Sie hüpft da hinten auf der Stange. Zu den Resten des Rehs, packt es mit einem Greiffuß und fängt dann an, mit dem Schnabel sauber kleine Stückchen rauszureißen. Wir haben natürlich ein bisschen was abgehängt, es hängt noch nicht sehr lange, aber ich werde es trotzdem mitnehmen. Und ihr habt auch einiges mehr gegrillt und gegart, als nötig war, damit es sich wahrscheinlich schon. Gutes Reh-Jerky quasi. Mhm. Wir gehen schon mal nach Westen, du holst uns dann ein. Ja, sofort. Sie macht ein paar unbeholfene Schritte, springt dann hoch, spreizt die Schwingen und mit mehreren Flügelschlägen schafft sie es hoch genug in die Luft, um dann in das elegantere Gleiten überzugehen, das ihrer Art zu eigen sein sollte. Wir können, denke ich, den Rest der Reise relativ schnell abhandeln, es sei denn, ihr wollt euch auf bestimmte Dinge vorbereiten oder nach bestimmten Dingen Ausschau halten oder einen Umweg machen, dann sagt mir das einfach, dann schauen wir, wie wir das... Wir suchen nach Drachen. Ja, und Zwergen, denn nichts ist besser gegen Drachen als Zwerge. Ja. Ansonsten können wir die Reise gerne vorspulen. Gut, dann rufe ich euch mal zu dem nächsten... Ort. Ihr seid ungefähr 3 Tage unterwegs, mit so vielen Pausen wie nötig sind, um Shulinai zu beruhigen. Orofea verschwindet teilweise Stunden am Stück und kundschaftet, um dann zu euch zurückzukehren, bis sie dann euch an einer Stelle verlässt,
wo das eher lockere Waldland übergeht in einen dichten Forst mit vielen ineinander verflochtenen und verfilzten Baumkronen und Tannen von mindestens 40 Schritt Höhe, die weiter in der Tiefe aufragen und lange dunkle Schatten werfen. Der Blautann. Wenn ihr diesem Pfad folgt, der hier bei dem Kreis aus Pilzen beginnt, dann werdet ihr den Weg zu Lucelins Höhle finden. Mein Auftrag ist hiermit vollendet. Ich gehe davon aus, dass ihr jetzt nicht noch in letzter Stunde des Weges umkehren werdet, hoffentlich. Nein, nein, ganz gewiss nicht. Vielen, vielen Dank für deine Hilfe. Sicherlich. Vielleicht sehen wir uns wieder. Kannst du jetzt den Drachen für uns finden? Ich kann versuchen, die Verderberin ausfindig zu machen. Auch das ist eine meiner Aufgaben, aber sie ist gefährlich und... Nun, es wäre traurig, wenn mein langes Leben jetzt ein Ende findet, so werde ich vorsichtig sein. Sei sehr vorsichtig. Wie hast du sie genannt? Die Verderberin. Wer ist das? Äußerst passender Name. Sie hat eine ganze Reihe von Namen und ich könnte euch nicht sagen, welcher der wahre ist. Aber ist sie ein Drache oder ist sie eine Elfe? Ich verstehe die Frage nicht. Oder beides. Sie ist, was sie ist, so wie ich. Ich denke, ihre Form, in der sie... Die Form, die ihr zugeschrieben ist, ist die einer Elfe. Ja. Aber wie ihr gesehen habt, hat sie die Herrschaft über ihre Form und kann sie nach Belieben verändern. Sie klackt nervös mit dem Schnabel. Ja. Herrschaft über ihre Form, Herrschaft über meinen Stecken. Alles gut. Vielen Dank. Danke, Eule. Es war mir eine Ehre. Sie neigt wieder etwas unbeholfen ihr Haupt und schwingt sich dann vom Zweig davon und gleitet in die Dämmerung. Sag mal, siehst du eigentlich leuchtende Tiere über uns? Huh? Sie flattert mit den Flügeln und landet wieder. Was? Entschuldigung. Siehst du leuchtende Tiere über uns? So da. Wenn man tief in euch hineinschaut, dann kann man ein Tier sehen, das euch entspricht, ja? Die Seele auch von euch zwei Beinen hat in der Regel die Form von einem Tier. Und man kann daraus etwas ablesen. Ihr zum Beispiel seid ein Dachs. Das heißt, ihr seid vermutlich stur und beharrt auf euren Willen, aber ihr seid auch jemand, der grummelig beschützend auftritt. Ja, trifft sehr gut. Sonst noch plötzliche Fragen? Entschuldigung. Was ist dein leuchtendes Tier? Ich bin, was ich bin. Ich bin eine Eule. Bis in meinen tiefsten Kern. Ihr könntet sagen, ich bin die Eule. Heißt das, wir Zwerge, Menschen und Elfen sind nicht, was wir sind? Ihr seid viele Dinge gleichzeitig. Sind wir eigentlich... Ihr seid... weniger einfach. Sie klackt wieder mit dem Schnabel. Die Götter haben euch zu vielen verschiedenen Zwecken gemacht. Und mich nur zu einem. Darüber sollte mal jemand ein Buch schreiben. Würde ich glatt lesen. Sie stößt ein langes Vielen Dank. Aus. Ich bin mir sicher, viele haben schon versucht, dieses Buch zu schreiben. Vielleicht findet ihr es irgendwo zwischen den Seiten vieler anderer versteckt. Ich verabschiede mich nun. Achtet auf euch. Damit wohl. Springt sie erneut von dem Ast, auf dem sie etwas unbeholfen Zwischenlandung getätigt hat und gleitet jetzt erneut in die Abenddämmerung davon in den Nebel. Und Barbara will sich noch einmal aufhalten, tut es aber nicht. Nein. Ihr habt vor euch einen Waldweg, der in den dunklen Forst hineinführt. Sehr dunkel, ja. Es ist wirklich sehr dunkel, ich sehe ungefähr nichts. Ich sehe auch fast nichts auf meinem eigenen Bildschirm. Die Bildschirme hier sind teils unterschiedlich eingestellt. Ich kann es gleich noch ein bisschen heller machen. Vielleicht bei mir auch dunkel.
Ja, das ist ganz gut. So. So, besser? Moment. Ah, ich muss das noch anwenden. Oh, ja. Ah, ich hatte, glaube ich, bei euch die Nachteinstellung noch nicht geändert. Ja, das ist deutlich besser. Das ist sehr schön. Was wollt ihr tun? Den Weg entlang gehen? Ja, weitergehen. Hat sie ja so gesagt, ne? Geht den Weg entlang, dann kommt ihr zur Höhle. Zu Lucelin hier. Ja. Gut, dann gehen wir den Weg entlang. Und halten die Augen offen. Ihr solltet die Kontrolle über eure Figuren haben. Seid ihr auf dem Board angekommen? Ich sehe meine Figur nicht. Ja. Bin auf dem Board, aber ich sehe meine Figur nicht. Auf dem Board und sehe meine Figur nicht. Ah. Ah, ich muss das noch... Es ist zwar eigentlich gesetzt, dass sie euch gehören, aber ich muss sie offensichtlich noch einmal aktivieren. Ah, da bin ich. Wunderbar. Habe ich auch so sehen. Was hast du getan, Anselm? Was hast du getan? Ich hab einen Würfel halt angewählt und ich wollte diese Auswahl irgendwie aufheben und ich habe es einfach nicht hingekriegt. Und dann habe ich gemerkt, ich kann sie einfach, da habe ich natürlich im Rage-Mode angefangen, alle Würfel anzuwählen und zu versuchen, sie wieder abzuwählen. Und dann habe ich sie einfach ins Nichts geworfen. Gut, sie liegen immer noch da. Sehr schön. Ja, aber jetzt meine Herren. Aber meine du solltest Herren. Jetzt die Kontrolle über deine Miniatur haben. Ja. Offensichtlich ist Schulina ja vorausgegangen. Aktuell wieder auch das Lastentier für einen Kater. Ja. Und kann am Ende des Pfades tatsächlich den Eingang zu einer Höhle ausmachen. Sogar markiert freundlich mit einer kleinen Lampe, die dort aufgehangen wurde. Schaut mal. Das ist eine Höhle. Endlich ein gastlicher Ort. Eine Höhle. Die scheint nicht sehr groß zu sein. Vielleicht ist Lucelin ja ein Zwerg. Auf jeden Fall ein... Und eine Lampe hängt auch da praktischerweise. Ich glaube, ich bleibe mal am Eingang stehen. Ist ja unhöflich, irgendwie einfach so reinzulaufen. Du kannst mal einen Feuerschein ausmachen und siehst Tische und Kisten, die teils mit verschiedensten Schriftrollen, getrockneten Kräutern, Gläsern und Flaschen und dergleichen übersät sind. Und hörst ein leises Brodeln irgendwo. Oh, etwas kocht, vermutlich. Das ist gut. Gibt es eine Klingel oder irgendetwas Ähnliches? Nein, vermutlich nicht. Wenn du dich umschaust, ob es irgendeine Möglichkeit gibt, sich anzukündigen, tappt ein großer grauer Kater in dein Sichtfeld. Ah, perfekt. Und schaut dann in deine Richtung, eine Pfote so gehoben und erstarrt. Habibi, oh, schau mal, Yusufrid, da ist ein Kollege. Yusufrid fängt an, in deinem Arm zu zappeln. Ja, ich setze ihn ab. Die beiden Katzen gehen aufeinander zu und beschnuppern sich höflich aus ein paar Fingerbreit Abstand. Von weiter drinnen aus der Höhle hörst du dann eine tiefe, rauchige Frauenstimme. Wer ist denn da? Palikratz, hast du einen Freund gefunden? Und dann kommt eine Frau in Sicht, die dem Kater folgt und auf ihn und Yusufrid hinunterschaut mit einem wohlwollenden Lächeln. Eine Frau, die sich dem letzten Drittel ihres Lebens nähert, würde man vom Aussehen her sagen, da in ihrem langen, dunklen Haar schon einige weiße Strähnen sich drin verbergen und herausringeln. Sie hat auch ein paar Fältchen, die den Mund und Augen begleiten und während sie jetzt leicht lächelt und auf die Katzen herunterschaut, tiefer werden. Und dann schaut sie hoch und hat einen bemerkenswert stechenden Blick aus grünen Augen. Sie trägt ein nicht mehr ganz neues, aber doch relativ edles Kleid mit Nerz besetzt und einen Mantel darüber, auch wenn ihre Haltung nicht sehr königlich ist, sondern leicht müde nach vorn geneigte Schultern hat, wirkt sie dennoch erhaben. Sowohl in ihrer etwas seltsamen Aufmachung, als auch vor dem Hintergrund einer Höhle, die eingerichtet worden ist, als eine Mischung aus Wohnort und Labor. Aber irgendwie kann das alles diese Frau nicht
geringer wirken lassen. Ah. Habt ihr diesen Weg durch Zufall gefunden oder hat eine Botin euch vielleicht gesandt? Ja, in der Tat. Wir wurden von der Königin der Eulen hergebracht. Orofeia, die Gute. Dann seid ihr diejenigen, die ich gesucht habe. Ja, oder wahrscheinlich sind wir das. Besser habe suchen lassen. Wollt ihr hereinkommen und mir euren Namen nennen? Sehr gerne. Mal herein. Ich habe mich so ein bisschen ein wenig verwirrt links und rechts immer mal um beim langsam näher kommen. Auch. Die Höhle ist tatsächlich sehr heimelig und das nicht nur für diejenigen, die es gewohnt sind, unter der Erde zu leben. Die Temperatur ist angenehm, wird von einem kleinen Kohlenfeuer, das unter dem Kessel brennt, auch auf einem Niveau gehalten, das weder zu warm noch zu kalt ist. Hinten seht ihr eine Schlafstätte, die bereitet worden ist und ansonsten zahlreiche Ablageflächen, Kistchen und Schachteln und Kästchen und Gläser und Flaschen, die voll sind mit verschiedensten Kräutern, Perlen und anderen schwer zuzuordnenden Materialien. Und einen Korb, der in der Nähe von dem Kessel untergebracht ist, der dort über dem Feuer steht, der aus Weidenruten geflochten ist und mit roten, aus Haaren geflochtenen Bändern verschlossen. Schöne Höhle. Danke. Es ist der Ort, an dem die oberste Hexe Weidens residiert und das schon sehr lange, länger als ich diese Position innehabe. Kann ich euch... Ich bin nicht wirklich zwingend Gäste gewöhnt, aber es ist üblich, dass man etwas anbietet, richtig? Ich habe auf jeden Fall etwas für dich. Sie neckt sich runter und krault kurz Yusufrid hinter den Ohren. Hm. Wenn Palikreis bereit ist zu teilen, versteht sich. Der andere Kater setzt sich auf seinen Hintern und fängt an, einfach seine Pfoten zu waschen, als wolle er das Ganze nicht kommentieren. Ein ganz prächtiger Kater, dieser Palikreis. Seid ihr beide schon lange zusammen? Oh ja, ich habe ihn noch als junge Hexe gefunden. Er ist mir regelrecht vor die Füße gepurzelt. Oh. Wir suchen einen Drachen. Manchmal eine weiße Elfe und manchmal ein weißer Drache. Ist Richtung Westen geflogen. Ich weiß, dass sich grässliche Dinge zurzeit ereignen hier in Weiden, aber ich weiß auch, dass sie nur ein Teil von etwas Größerem sind. Und... ich weiß, dass ihr damit in Verbindung steht. Unweigerlich, unveränderlich. Sicherlich, man kann versuchen, sein Schicksal abzuwenden oder vor ihm zu fliehen, aber erlaubt mir zu sagen, dass ich hoffe, dass das bei euch nicht der Fall sein wird. Ich habe ein Geschenk für euch. Ein zweischneidiges Schwert? Kein Schwert, aber wenn man das als Bild betrachtet, sicherlich etwas... was euch helfen wird, aber das euch auch bindet an eine Aufgabe. Dazu müsst ihr bereit sein. Und ich muss herausfinden, für wen von euch es gedacht ist. Was ist denn für ein Geschenk? Etwas, das Jahre gebraucht hat, um zu reifen. Sie geht langsam zu dem großen Kessel. Oh, Wein. Vielleicht ist es ein guter Wein. Hebt kurz den Deckel an, nickt und legt den Deckel dann beiseite. Und schiebt mit einem Schürhaken die Kohlen etwas auseinander, damit die Temperatur sinkt. Ich war noch eine junge Hexe, als ich in einem Korb über den Forst flog und ein Bild sah. Ein zweites Gesicht, wie manche sagen würden. Und wusste, dass irgendwann in der Zukunft eine Finsternis kommen würde, die diese Welt verschlingen will. Und... seither habe ich gearbeitet, bin in den Rängen aufgestiegen und habe gelernt. Und viele der letzten Treffen der höchsten Hexen Aventuriens waren nur einem einzigen Zweck gewidmet, nämlich das zu schaffen, was jetzt nun endlich fertig ist. Eine Waffe oder vielmehr etwas, was die Waffen in die Richtung führen soll, wohin sie geführt werden. Etwas, das Leute zusammenschweißen soll. Um sich gegen die Finsternis zu stellen. Und wer ist da so laut im Hintergrund bei Evie? Ja,
Ich kann mir das nicht erklären. Das muss eine Horde Hooligans vor meinem Fenster sein. Mhm. Auf keinen Fall jemand, mit dem du freiwillig zusammen wohnen würdest. Auf gar keinen Fall. Hör mal, oberste Hexe Weidens. Wir sind wegen unserer Freundin hier in so ein Dorf gegangen. Und es war alles sehr verrückt. Und ja, wir haben irgendwas Gutes gemacht. Und dann haben wir einen kleinen Jungen getroffen, den wir gerne hatten. Auch wenn wir ihn nur flüchtig gekannt hatten. Und den haben wir aus Versehen umgebracht, weil er ein Vampir war. Und wir hatten keine Möglichkeit, ihn zu retten. Und wir haben herausgefunden, dass das alles mit einem weißen Drachen beziehungsweise einer weißen Elfenfrau beziehungsweise der Verderberin oder wie auch immer die sich nennt oder schimpft, zusammenhängt. Und wir sind auf dem Weg, um diese Frau oder diesen Drachen zu töten. Aber wir wissen nichts von irgendwelchen... Okay, das ist nicht ganz richtig. Wir wissen noch zu wenig von irgendwelchen größeren Zusammenhängen, um hier irgendein Geschenk anzunehmen, das du dein ganzes Leben lang behütet hast und von dem wir gar nicht wissen, was es überhaupt ist, was es macht, für wen es bestimmt ist. Aber ich bin mir sicher, wenn ich mir hier die Leute anschaue, eine mal jüngere und jetzt ein bisschen in die Jahre gekommene, nicht durch deine Schuld natürlich, aufgrund von Unglück, in die Jahre gekommene Hexe, die sich keinen Namen merken kann, ein Elfen, der in meinem Leben noch keine drei Sätze gesprochen hat, und ein Krüppel. Also, wenn du das Gefühl hast, dass du hier auf irgendjemanden wartest, um ihm dein Lebenswerk zu geben, dann warte doch bitte noch ein bisschen weiter. Ich glaube schon, dass ich an die richtigen Leute geraten bin. Aber wir können es einfach feststellen. Sie geht zu dem Tisch, öffnet dort den Korb und dann eine kleine Schatulle darin und holt eine Nadel heraus, die aus einem dunklen, fast schwarzen, rötlichen Material geschnitzt ist und in einem feinen Griff sitzt, eingespannt. Aus dem Alicorn, dem Horn eines Einhorns, und verbunden mit dem Bild, das ich euch geben will. Eine Hexengabe. Die Nadel wird wissen, wer der Träger ist. Wenn sie euch ablehnt, dann könnt ihr euch auf die Schulter klopfen, lieber Herr Zwerg, dass ihr es richtig erkannt habt, dass ihr nicht die Richtigen sein könnt. Na gut, dann bringen wir es doch hinter uns. Sie geht auf Bardoba zu und streckt die Hand mit der Nadel aus, die darauf liegt. Betrachtet sie. Betrachtet ihn. Was euch betrifft, hattet ihr recht. Was habe ich gesagt? Sie geht ein paar Schritte weiter zu Revanon. Nein. Auch ihr seid es nicht. Und dann steigt sie vorsichtig, rafft ihre Röcke über die beiden Kater hinweg, rüber zu Schulinei. Und als sie die Hand ausstreckt, fängt die Nadel an zu zucken, zu vibrieren und hebt sich dann tatsächlich einen Fingerbreit von ihrer Hand hoch und zeigt, wie eine Kompassnadel, die sich dreht, auf Schulinei. Das muss ein Missverständnis sein, Habibi. Wollt ihr sagen, dass die mächtigsten Hexen Aventuriens, selbst Glorana die Schöne, für die ich überhaupt keine Zuneigung hege, und selbst jene, die niemals ihre Inseln und ihre Höhlen und ihre Verstecke verlassen, sich irren mit ihrer Magie? Nein, auf gar keinen Fall. Ihr werdet recht haben. Es tut mir leid. Es war vermessen. Ich kann euch selbstverständlich nicht zwingen, das Bild anzunehmen. Was heißt denn das Bild? Also das ist jetzt aktuell eine Nadel. Wollt ihr was sticken? Oder? Ich werde das Bild in eure Haut stechen. Keine Sorge. Das ist ja barbarisch. Es ist ein Hexenbild, es wird euch nicht schmerzen. Und dann die Farbe, sie nickt rüber zu dem Kessel, in die Stichwunden legen und dadurch wird das Bild entstehen. Also sowas wie Henna für Fortgeschrittene. Eine Tätowierung, wie viele sie auch nennen. Ja, das machen die doch aber im Norden, das ist doch das, was... Ein Hautbild. Ja. Ein Hautbild. Ja, gut, wenn das Geschenk ist, dann... Dann ein Hautbild? Was für ein Bild wird es denn? Das hängt von euch ab. Wir werden sehen. Oh, wie aufregend. Gut, dann und was also das wird eine Katze.
Ich gucke kurz zu Yusufried. Yusufried schaut zurück. Es kann nur eine Katze geben. Na gut, dann ja, was muss ich tun? Setzt euch und atmet weiter, auch wenn es unangenehm sein mag. Ja. Ich kann nicht sitzen, vermutlich. Nein. Nein, ich kann nicht stehen. Hier ist ein Gründchen. Wir können davon ausgehen, dass du da sitzt. Wunderbar. Dann, ja, wo kommt das Bild denn hin? Wo wollt ihr es tragen? Ich hätte gesagt, auf die Brust oder die Schulter. Oh ja, die Schulter ist bestimmt gut. Das kann man notfalls verdecken, wenn man es nicht so ganz so offen zeigen möchte. Aber also wenn es nicht gerade so kalt ist, dann zeige ich ganz gerne auch mal Haut. Ich auch. Glaub mir. Ja, aber das Klima hier nicht auszuhalten. Der Winter hier kann wunderschön sein, wenn das ganze Land unter Schnee liegt. Ich habe den letzten Winter sehr genossen. Ich halte mal ein bisschen Ausschau am Höhleneingang. Dann mache ich mal die Schultern frei, ne? Damit der Wald liegt still da, aber nicht so totenstill, wie es in der Nähe von Monstern in letzter Zeit des Öfteren war, sondern einfach nur die Stille einer normalen Nacht, wo auch die Tiere, die erst nach Sonnenuntergang wach werden, ihrem Nachtwerk nachgehen und jagen und Nahrung finden und nach Partnern suchen und da entsprechende Geräusche und Rufe ausstoßen. Gut, gut. Sie hebt die Nadel, leckt sie einmal ab, schenkt ihr ein Lächeln und ein Zwinkern und setzt sie an. Und mit einer Sicherheit, als habe sie es schon 1 Million Mal getan, fängt sie an, in feinen, schnellen Stichen die Nadel in deine Haut zu stoßen und wieder herauszuziehen. Und tatsächlich, es tut nicht weh. Du spürst nur immer einen Druck und ein seltsames Ziehen, aber keinen Schmerz. Ja. Selbst wenn nichts anderes tut dir einen Dienst. Jeder Stich ist ein Stich, den ein Wilderer oder ein Verbrecher im Wald fühlt und ihm sein Kreuz lahmlegt. Oh nein, wie aufregend. Ein gutes Geschenk. Jetzt, wo du so nah an ihr dran bist, siehst du, dass sie sehr, sehr müde wirkt. Ihre Augen liegen tief in den Höhlen mit dunklen Ringen darunter und ihre Haut ist blass und sie wirkt angestrengt mit Schweiß auf der Stirn. Alles in Ordnung. Du wirkst abgespannt, Schwester. Ja, ich weiß. Es wird sich schon zeigen. Ich muss nur dies auf jeden Fall beenden. Aber überanstreng dich nicht. Oh, keine Sorge. Ich werde nicht mein ganzes Leben hierauf gewartet haben und dann es abbrechen, weil es anstrengend ist. Glaubt mir. Ganz gewiss nicht, ganz gewiss nicht. Ja, ich schiele immer mal ein bisschen. Also ich meine, ich weiß, Schulter kann ich schlecht sehen, aber auf so wenigstens ein du bisschen sehen kann. Du siehst, dass sie mit Rot eine rote Linie gezogen hat, die in eine nächste übergeht und das feine Bögen etwas nachzeichnen, was ein spitzes Ohr ist und ein Auge mit einer schmalen Pupille. Mhm. Bewegt euch nicht zu viel. Oh, ja. Ich halte still. Stillheit kann ich. Es ist tatsächlich ziemlich schnell erledigt. Nach vielleicht einem Viertel Wassermaß, einer Viertelstunde, legt sie die Nadel weg und richtet sich auf. Ah! Die Farbe. Die Farbe? Sie senkt eine Schöpfkelle in den Kessel, nimmt einen Pinsel, stellt sich wieder vor dich, taucht den Pinsel in die immer noch leicht dampfende Masse, die blau-schwarz glänzt in der Schöpfkelle und fängt dann die Linien nachzumalen. Du siehst, wie deine Haut regelrecht die Farbe, die sie dort aufträgt, anfängt einzusaugen dort, wo die Nadel sie berührt hat. Und wie die Farbe so regelrecht wie, als würde sie ihren Weg suchen, diese Linien nachzieht und in die Tiefe sinkt und sie immer dunkler und klarer werden lässt, bis du siehst, dass du eine Katze auf der Schulter trägst. Eine 2 Handflächen große Abbildung einer Katze mit aufgerichtetem Nackenfell und großen Augen, die sehr lebendig in die Welt starren. Und du könntest spüren, dass sie auch ganz leicht den Blickwinkel ändert, während Lucelin sich noch bewegt und die Sachen beiseite legt. Und wie sieht's aus? Ich kann es hier nur so halb sehen. Es ist eine Katze.
Wer hätte es gedacht? Ja. Jetzt müssen wir nur noch rausfinden, wie sie funktioniert. Es ist ein Hautbild. Naja, aber es ist doch eine. Was ist es? Doch eine Waffe quasi oder ein. Es ist ein Hilfsmittel. Es ist eine Hilfe, die die Feinde der Finsternis zusammenschweißen soll. Die wird sicherlich versuchen, sie und ihre Diener ungemacht zu sehen zwischen denen, die sich zwischen sie stellen. Aber eure Worte werden gehört werden vor allen anderen. Und ihr werdet wie Honig sein, der sie wieder zusammenlockt und beruhigt. Wie eine Medizin für eine Krankheit. Das ist eine sehr schmeichelhafte langsam und sehr schwer nieder. Du solltest vielleicht machen wir dir mal lieber einen Tee, Schwester. Ja, du siehst nicht gut aus. Es ist nicht nötig und dafür ist es auch zu spät. Auf dem Tisch findet ihr nachher noch ein Schreiben, das wichtig sein wird, um alle Dinge zu regeln, die ich noch nicht regeln konnte. Und es ist... Ich habe es gerade eben noch geschafft. Aber in der letzten Nacht war einer von ihnen hier und... Sie zieht den Kragen von ihrem Kleid beiseite und ihr seht tiefe Bissspuren in ihrem Fleisch. Und ich denke, länger werde ich es nicht fernhalten können. Also sei... Du hörst hinter dir auf einmal auch dein Kater panisch fauchen, als ihre Zähne mit einem Knacken länger werden. Und zwei Finger breit lang aus ihrem Kiefer ragen, während ihre Augen anfangen, dunkel aufzuglühen. Ich würde mich direkt auf sie stürzen, also so mit vollem Gewicht und Schmackes zu Boden, weil am Boden kann sie hoffentlich weniger Schaden anrichten. Dann wirf dich mal auf sie. Ich würde das also einfach als einen nicht an dir vorbeischießen. Angriff zählen. Okay, dann ja, nehmen wir meinen reihesgleichen Körper und mit voller Wucht 7. Oh ja, das 7 ist doch ganz gut. Das reicht auf jeden Fall für. Das gilt als waffenlos. Ja. Ja, ich habe das gesteigert, weil ich mich immer auf Leute draufwerfe. Das reicht gerade. Du reißt sie zu Boden und legst dich auf sie drauf. Sie windet sich unter dir mit einer überraschenden Stärke aus dem Mantel heraus, mit dem sie teils auch ihre Schwäche und die Wunde verborgen hat und setzt an, dir in den Hals zu beißen, kann dann aber im letzten Moment den Kopf noch zur Seite drehen. Ach! Der Fluch! Küsst mich! Oder irgendetwas! Okay, also ich, wenn sie das so Initiative sagt... Initiative für alle Beteiligten. Wie ist denn deine Schulinei? Deine Gewandtheit. Wie meine. Ach. Das heißt, Revanon ist am schnellsten, richtig? Immer. Ja. Die. Ja, ihr liegt da quasi gerade aufeinander, ja? Ja. Also viel machen kann ich nicht, mit anderen Worten. Ich kann versuchen, mich irgendwie auf die andere Seite zu stellen und die verrückte alte Frau noch ein bisschen festzuhalten. Also nicht Schulinei, die andere. Ja, du kannst dich an dem Kessel vorbeidrücken. Mach mal kurz eine Körperbeherrschung, dass du nichts umreißt, während du dich durch die vollgestapelte Höhle bewegst, um dann die Frau zu packen und ebenfalls festzuhalten. Das sieht doch gut aus. Du schaffst es tatsächlich ohne mehr von der magischen Tinte oder irgendetwas anderes über die beiden Frauen, die am Boden miteinander ringen, zu schütten. Und dann möchte Bardobar oder Schulinein zunächst gehen. Bardobar möchte nur ein bisschen näher treten und sagen, Schulinei, du sollst sie küssen, hat sie gesagt, vielleicht heilt sie das vom Fluch. Du hast deinen Ton aus. Oh, Ich mach so ziemlich alles, was man mir sagt, sagte ich, ohne dass mich jemand hörte und dann würde ich sie mal küssen. In der Hoffnung, dass sie mich dann nicht beißt. Mit welcher Einstellung dabei? Mit welchen Überlegungen, mit welchen Gedanken, mit welchen Gefühlen vor allen Dingen? Eine Mischung aus Panik und Sorge. Liebevoller Sorge. Und liebevoller Sorge. Eure Lippen treffen sich und sie beißt tatsächlich nicht zu, sondern küsst dich zurück. Und du siehst, wie tatsächlich ihre Haut an einigen Stellen anfängt grau zu werden, als ihr euch wieder löst. Oh nein, und ihre Augen schon blass wieder. Mit
liebe Rajas Fluch. Es ist... Sie schaut zu dir auf, fast bittend. Wenn du irgendetwas für mich empfindest als Schwester oder als Frau. Und dann zittert sie, das Grau, das Auflösen ihrer Haut an einigen Stellen hält inne, ihre Zähne werden wieder länger und sie wirft sich vorwärts nach oben und versucht erneut zuzubeißen. Und tatsächlich erfolgreich. Ihre Zähne bohren sich. Wir nehmen die 4 oder wir nehmen die 3. Die Zähne bohren sich kurz seitlich in knapp unter deinem Ohr, in deine Wange und halb in deinen Hals. Du erleidest 5 Trefferpunkte, aber dann löst sie sich auch wieder aus dem Biss und Blut rinnt ihr an der Seite herab und auch über ihren Mund. Aber sie schafft es tatsächlich noch einmal, sich von dir zu lösen und versucht von dir wegzukriechen, regelrecht. Dann sind wir wieder bei Revanon dran, der sie festhält und versucht wahrscheinlich daran zu hindern, sich wegzubewegen. Ja, beziehungsweise ich würde sie dabei unterstützen, von Schulinai wegzukommen. Also würde sie so ein bisschen versuchen, mich ranzuziehen und festzuhalten, ja. Mhm. Revanon greift unter die Arme und stemmt ihr ein Knie in den Rücken und macht sie quasi unbeweglich. Ja, wenn das als unbewaffneter Angriff zählt, reicht das. Barbara? Ich schaue mich um, ob ich irgendwo ein Seil oder irgendwas finde, mit dem ich sie festbinden könnte. Ja, zahlreiche verschiedene Varianten davon. Mit Kräutern hineingeflochten, aus Haar von irgendeinem Tier oder Mensch, du bist dir nicht sicher. Irgendein oder einfach starkes. Aus Hanf gedreht. Ja, kein Problem. Und dann hole ich das erstmal und renne damit wieder zurück. Schulinai? Ja, ich verstehe das alles nicht. Okay, wie weit ist sie denn jetzt von mir weggekrochen und kann nur ich... Nur vielleicht 1,5 Schritt, wo Revanon mit dem Rücken gegen einen Stapel von Körben und Kistchen sie festhält. Okay, hält es sie von hinten fest? Ja. Ja. Ah, wunderbar, dann probiere ich das Ganze jetzt nochmal mit dem Küssen. Und ist nicht ganz einfach in der Situation, aber ich gebe mal alles. Also würfel doch mal auf dein Charisma und du darfst dir 2 Punkte drauf notieren, die dein Attribut gestiegen ist. Gibt auch Betören. Ja. Schicksalspunkt. Das ist die perfekte Gelegenheit, um das Schicksal herauszufordern. Ich würfel nochmal. Kann ja nicht viel schlechter werden. Traditionell wird das ja 15. Hat irgendjemand noch einen Schicksalspunkt übrig? Ja. Kann ich ihr noch einen von mir geben? Man kann auch jemand anders einen Schicksalspunkt geben zum Wiederwürfeln. Ja, dann. Nimm ihn. Würfel ich nochmal. 10. Das reicht sogar ohne Aufschlag. Ja. Du neigst dich vor. Sie wird tatsächlich einen Moment ruhiger, als du dich näherst. Ich nehme einfach ihr Gesicht in meine Hände. Ganz und streiche sanft für die Wange. Mit meinem Daumen. Und dann probiere ich das mit dem Küssen nochmal. Eure Lippen treffen sich. Sie begegnet dem Kuss fast ein bisschen keusch und sanft. Und dann spürst du, wie die Lippen unter deinen kalt werden und trocken. Ich traue mich gar nicht, die Augen wieder aufzumachen. Danke, flüstert sie. Und Revanon spürt, wie die Gestalt, die er festhält, die reglos geworden ist bei dem Kuss, anfängt brüchig zu werden. Eine Hand, die grau geworden ist, fängt an zu Boden zu rieseln und dann sackt sie langsam als Staub und Asche zusammen und lässt nur die leere Kleidung zurück. Hinter euch hört ihr den Kater von ihr schreien, schmerzerfüllt. Oh nein. Ich rede nur so einen halben Schritt zurück und mit ausgebreiteten Armen. Ich habe ja gehofft, das würde sie retten, aber ich habe irgendwie fast das Gefühl, das hat es getan. Ich würde dann zu ihrem Kater gehen und den ein bisschen in den Arm nehmen.
Der zittert und du merkst, dass er nicht mehr wirklich auf seinen Hinterbeinen stehen kann, die die Kraft verlassen hat. Er schaut dich an mit grau werdenden Augen, die wo die Blindheit sichtbar fortschreitend hineinkriecht und stößt dann mit dem Kopf leicht gegen dich und streckt sich in deinen Arm und gibt ein Schnurren von sich. Ja, ich weiß. Ich streiche seinen Kopf. Yusufrid windet sich um deine Knöchel und maunzt kläglich. Ja. Während Palikratz langsam in deinen Armen das Leben verlässt. Irgendwann hören alle auf, um uns rumzusterben, Yusufrid. Irgendwann. Das hört auf, wenn wir es sind, die sterben. Schulinai. Rebanon, zeig mal. Quatsch. Schulinai, zeig mal dein Gesicht da an der Seite. Ja. Ich komme mal wortlos, wie es meiner Natur ist, näher und streiche ihr so ein bisschen singend, summend über die Wange und versuche mich mal an einem Balsam. Der mehr, wie sagt man auch, symbolisch Encouragement bleibt? Hat. Ja, das mehr so für die Geste da. Hm. Ja. Das Hautbild ist wohl wichtig, was du da bekommen hast. Ja, offensichtlich. Gut, dass auch wir keine Stunde später angekommen sind. Ja. Ich verstehe nur nicht, was soll ich denn mit noch einer Katze? Also was soll ein Hautbild tun, das so wichtig ist? Aber gut, sie wird es schon wissen. Aber, oh, sie hat gesagt, was hat sie gesagt? Schriftstücke, wo sind die Schriftstücke? Auf dem Tisch liegt eine ganze Reihe, aber oben auf liegt eines, das mit einem Bändchen zusammengehalten wird, das aus Haar geflochten ist und das tatsächlich ein Siegel hat mit einem grünlichen, seltsam nach Kräutern duftenden Wachs, also der es nicht verschließt, sondern einfach nur seine Echtheit zeigen soll, das darunter gesetzt ist und unterschrieben mit Lucelien Silberhaar vom Blauen Wald. Mhm. Könnt das problemlos aufhalten, ohne irgendetwas kaputt zu machen darin. Okay, dann machen wir das mal. Es ist ein Testament, wie euch die Überschrift verrät. Und darunter ein Text, der in recht nüchternen Worten zusammenfasst, dass sie vor einem Tag Opfer eines Blutsaugers wurde. Sie hat das Datum dazu geschrieben. Der vorgab, ein Wanderer zu sein, der sie nur nach einem Rat fragen wollte und sie dann übertölpeln konnte. Und sie hat ihn zwar verjagen können, aber nicht bevor sein Fluch auf sie übergegangen ist. Und sie weiß, dass sie noch eine letzte Sache erledigen muss, bevor sie ebenfalls zu einem Monster wird oder anderweitig die Welt verlässt. Und deswegen regelt sie ihre Angelegenheiten. Und sie weiß, dass das Teil einer Macht ist, einer Bösartigen, die sich anschickt, das Land zu verschlingen und dass es sich um Vampire handelt. Und stellt eine Vermutung an, es gäbe drei solcher Kreaturen, von denen sie wüsste, dass sie mächtig genug sind, solche weiteren zu zeugen. Und anderem ein Fürst der Achenburg, Walmir von Riebeshoff. Achenburg. Weiß ich, wo das ist? Besitze die Fähigkeit. Ja. Derografie-Karten. Südlich von euch. Das kennst dich ja ein bisschen aus in Weiden. Mhm. Und das ist eine Burg, über die es viele finstere Märchen gibt, dass der Besitzer den Göttern gefrevelt hat und verflucht wurde oder Ähnliches mit ihm geschehen ist, aus verschiedenen Gründen. Ob er
in einem Krieg war und verraten wurde oder ob er im Streit mit Praios Priestern war. Da gibt es verschiedene Varianten, aber dass er zu einem Monster wurde, das seitdem Kinder raubt und die Leute heimsucht in den Nächten. Klingt so, als würden wir Blutsauger jagen auf dem Weg zum Drachen. Und ansonsten sind nur so Sachen darin, dass sie die Grotte der nächsten obersten Hexe überlässt und die meisten ihrer Besitztümer, ihre Tochter Morena und der nun der Hexe, die an der Seite des Herrschers von Weiden steht, Gwynna. Es ist ein sehr schlichter und einfacher Brief, der die Dinge zusammenfasst, ohne sie weiter irgendwie zu verbrämen oder um die Tatsache herumzureden, dass sie sterben wird. Habt ihr gehört, was sie gesagt hat? Sie hat gesagt, Rajas Fluch. Ja. Das ist doch bei den Menschen eine von den 12 Göttern. Ja, Raja ist eine der 12. Warum? Ich frage mich nur, was das zu bedeuten hat. Ich weiß nicht. Sie von einem Kuss dahingerafft wird oder geheilt. Wenn man mal den Magier bräuchte, dann ist er nicht da, ne? Ihr könnt auch selbst nachdenken. Revanon, streng dich mal an. Bei dem Gespräch über Götter suche ich übrigens ein Gefäß, was ungefähr so groß ist wie ein Einmachglas. Es gibt zahlreiche davon. Lucelin besaß haufenweise Töpfe, Tiegelchen, Gläser. Wunderbar. Wenn's was ist, was man verschließen kann und es leer ist, wenn nicht, würde ich die Kräuter ausleeren und das Schulinei dann auf den Tisch stellen. Wortlos natürlich. Natürlich. Palikratz zuckt in Schulinais Arm ein letztes Mal mit einer Pfote, gibt ein Maunzen von sich und dann sackt sein großer, schwerer Kopf zur Seite herab. Das ist das Schlimmste. Damals, als die alte Aisha gestorben ist, sie hatte eine Kröte. Normalerweise denkt man ja, ach, Kröten, kein so niedliches Tier. Oh, was haben wir geweint, als Irmela gestorben ist. Jetzt ist nicht der Zeitpunkt zum Weinen. Eine Sache steht noch in dem Brief, Verzeihung. Das, was auch immer geschieht, vermutlich beim nächsten Vollmond geschehen wird, wenn sich der Mond verdunkelt. Welche Mondphase haben wir denn? Weiß das jemand? Ihr habt zunehmenden Halbmond. Du würdest schätzen, den letzten Nächten nach, dass der Vollmond tatsächlich vielleicht noch 3 Nächte entfernt ist? Wir haben keine Zeit zum Trauern. Ja, ich merke gerade. Gut, dann... Wir müssen uns entscheiden, ob wir nach Westen dem Drachen hinterher oder nach Süden diesen Blutsaugern, diesem einen Blutsauger hinterher wollen. Ich glaube, der Blutsauger ist aussichtsreicher als der Drache. Also den Drachen habt ihr ja deutlich weiter östlich nach Westen fliegen sehen und dann seid ihr nach Nordwesten gereist. Eine Linie nach Süden und eine Linie nach Westen aus, wo ihr ursprünglich den Drachen gesehen habt, würden sich tatsächlich kreuzen. Gut, dann schlage ich vor, dass wir auf dem Weg zum Drachen diese Blutsauger vernichten. Und dann lassen wir das Ganze ein für alle mal hinter uns und töten diesen Drachen. Guter Vorschlag. Gut, Yusufried, was möchtest du denn, dass wir mit deinem Freund machen? Sollen wir den bestatten? Oder sollen wir ihn der Natur überlassen? Ich kenne mich da nicht so aus. Warum nimmst du ihn nicht mit? Also, du kennst dich, Julian, du kennst dich zumindest so weit aus, dass man in der Regel eine Hexe und ihren Begleiter verbrennt, da ja. Lucilien zu Asche zerfallen ist. Ist schwierig. Gut, dann wir können ja jetzt auch nicht den toten Kater mitnehmen, bis wir ihn irgendwo verbrennen können, ne? Yusufried, was meinst du? Er niest. Schaut zu dem Kohlebecken. Gut, dann heizen wir doch mal an und gucken, dass wir dem Kader ein würdiges Begräbnis... Du kannst tatsächlich eine bemerkenswerte Hitze erreichen in dem kleinen Öfchen, indem du verschiedene Kacheln davon öffnest und schließt. Dafür ist es ausgelegt, dass man damit alchemistisch arbeiten kann und unterschiedlich heiß oder kalte oder kühleres Feuer erzeugen. Und dementsprechend vergeht auch das Fell des Katers, als du ihn dann hineinbettest, in einer Feuerlohe sehr schnell. Und dann kannst du ihn in Rauch und Flammen eigentlich auch nicht mehr ausmachen. Gut. Dann, mit
mit Lucilins Überbleibsel, dann kann man wahrscheinlich nicht mehr machen. Nein, ich stecke sie jetzt nicht auch noch in ein Glas. Auf dem Tisch steht schon ein Glas. Ach so, ja dann. Also wenn das inzwischen unterstützt wird, dann würde ich sie auch in ein Glas tun. Also und mittlerweile, wenn sie anfängt, den Kater in das Kohlebecken, dann steht da auch noch ein zweites. Weil noch leer. Ja, auch leer natürlich. Hm. In der gleichen Größe mit Deckel. Wunderbar. Sie hat doch bestimmt einen Besen, oder? Ja, hier mehrere. Sie hat auch einen kleinen Ofenfeger. So, genau, dann würde ich einfach sie einkehren, also zumindest so ein bisschen was, wir müssen ja nicht alles mitnehmen, aber und dann ein bisschen Kater und dann haben wir jetzt inzwischen 4 Gläser. Wir sollten uns hier ausruhen. Das ist wahrscheinlich der gastlichste Ort, den wir befinden werden, die nächsten Tage. Auf jeden Fall sollten wir das. Das heißt, ihr verbringt den Rest der Nacht in Lucilins Höhle. Die hat auch ihre Gastlichkeit nicht verloren, trotz des kurzen Horrors, der sich hier abgespielt hat. Naja, vom Geruch her vermutlich schon ein wenig, aber. Nein, das Feuer ist tatsächlich von überraschend mit wenig Gestank abgebrannt. So heiß war es. Und es gibt, ihr findet, es ist auch tatsächlich säuberlich weggepackt. Brotlaibe, Käse, verschiedenste Nahrungsmittel. Das heißt, ihr verbringt tatsächlich, abgesehen von eurer emotionalen Lage, eine durchaus angenehme Nacht. Immerhin können wir wieder schlafen. Ohne dabei fast zu sterben. Bin gespannt, ob die Säule nochmal auftaucht. Naja, gute Nacht. Gute Nacht. Die Nacht verläuft, wie gesagt, friedlich. Euch weckt nichts, nichts stört irgendwie die Ruhe der Nacht. Von draußen hört ihr nur die üblichen Geräusche des Waldes. Gut, dann was habt sammeln. Ihr vor, am nächsten Morgen zu tun? Alles einsammeln, was von dem ich das Gefühl habe, man müsste es mitnehmen. Also zum Beispiel ein Testament. Das müssen, weiß ich nicht, muss ja wahrscheinlich irgendwo hin. Vermutlich zu einer der benannten Schwestern, die sich dann hoffentlich um den Rest kümmert. Mhm. Deswegen würde ich das auf jeden Fall mitnehmen. Und ansonsten weiß ich nicht, alles, was irgendwie sinnvoll mitnehmbar aussieht und nicht im Testament genannt ist, dass es irgendjemand Bestimmtes haben soll. Du möchtest so ein bisschen durch ihre Besitztümer gehen? Also da sind ein paar Tränke auf jeden Fall. Du findest es gibt ja auch Sachen, die sind nicht ewig haltbar bestimmt. Da muss man doch was tun. Ja, tatsächlich ist das kein Problem. Du kannst ein paar verschiedene Tränke und Tees und Salben einstecken. Und tatsächlich auch eine Wurzel, die in Öl eingelegt, in einem sauber versiegelten Glas schwimmt und die ziemlich eindeutig die Gestalt eines Menschen hat. Ist das eine Alraune? Mit ziemlicher Sicherheit oder eine sehr gute Fälschung. Oh, die sind schwer zu bekommen. Das ist sehr gut. Ich bin ja Hobby-Alchemist. Gut. Also wenn es kein offensichtliches Jagdwerkzeug gibt, Messer oder Pfeile oder was, dann warte ich draußen. Nein, du wartest draußen. Ich brauche nichts, warte auch draußen. Mhm. Dann seid ihr diejenigen, die tatsächlich seht, dass sich eine kleine Gruppe den Waldpfad entlang nähert. Ein paar Stunden nach Sonnenaufgang, während Schulinei die Sachen zusammenpackt und sich für den Aufbruch bereit macht. Es sind tatsächlich nur 3 Leute voran. Jemand mit leicht spitzen Ohren in Rüstung. Daneben eine ärgerlich reinschauende Frau in einem vormals recht edlen Kleid. Und dann jemand in einer mit Schlangensymbolen bestickten Robe, der auf die anderen beiden einredet und offensichtlich etwas erklärt, seinen Gesten nach. Und lege eine Hand auf meine Waffe. Mache einen Halbkreis. Muss ich gar nicht. Ich gehe an der Höhlenwand entlang und verstecke mich hinter irgendeinem Baum oder Busch, dass ich nicht einsehbar bin. Dann und ziehe schon mal einen Bogen. Bemerkt die Gruppe euch und zögert etwas,
Und dann setzt der Mann in der Robe mit den Schlangensymbolen ein, vermutlich seiner Meinung nach, gewinnendes Lächeln auf und macht ein paar Schritte in Richtung von Bardoba. Und an dieser Stelle warten wir darauf, dass wir beide Runden zusammenkriegen für das Finale, die sich jetzt hier bei Luzielens Höhle treffen. Und dementsprechend ist es dann auch heute das Ende der Sitzung. Was hast du getan? Das Abenteuer weitergeleitet. Nein. Ach so, nein. Oh. Ja, genau das. Dieser riesige Berg Würfel. Es war dem Anlass entsprechend, habe ich 21 W20 gewürfelt. Wie dieses fulminante Ende. Oh, was? War, ist das alles, was ging, oder hast du einfach irgendwann aufgehört? Ich habe einfach irgendwann aufgehört. Ich bin sehr froh, dass das, wenn man die Karte neu lädt, zurückgesetzt wird und sich nicht Stück für Stück irgendwie Würfel auftürmen, bis man dann irgendwann am Ende einer Kampagne nichts mehr... Also, 40 ist das Maximum. Das wäre furchtbar. Stell dir mal vor, du müsstest jedes Mal aufräumen, nachdem da Würfel durch die Gegend geworfen wurden, durch deine schöne Landschaft. Mhm. Aber finde ich, kann man absolut mal positiv erwähnen, dass daran gedacht wurde, dass nicht jemand einfach 200.000 Mal klickt, um das Ding zum Abschnitt zu bringen. Ja. Sie haben eine Grenze gesetzt. Kein existierendes System braucht mehr als 40 W20 gleichzeitig. Nicht, dass es mir bekannt wäre. Gut, das war unsere heutige Sitzung mit dem Team Nummer 2 und der, wenn alles gut läuft, vorletzten Folge von Unsterbliche Gier. Wir sehen zu, dass wir Ende des Monats das Finale mit allen 6 Spielern zusammenkriegen, idealerweise. Während eine bedrohliche Wolke von W4 aufzieht. Die Wettervorhersage für den Blautern. Achtung, sie könnten 1-4 Punkte Schaden nehmen. Durch sehr eine häufig. Wolke von aus 3 Ecken bestehenden Körpern. Vielen Dank an Evie, Eric, ich sag immer Eric, weil der das mit C geschrieben wird. Erik und Anselm. Und vielen Dank an den Chat, der mitgefiebert und mitgeschrieben hat. Und natürlich, ich habe es mir diesmal notiert, unbekannterweise auch der Dank an die Leute, die Karten gebaut haben, die ich hierfür übernommen und oder abgewandelt habe. Nämlich La Bruguise für die Höhle, beziehungsweise von dieser Person ist der Höhleneingang. Die Höhle habe ich dann dahinter gebaut. Und das Lager ist von Skarnor gewesen. Das ist in Talespire möglich, dass man selber etwas baut, es dann rauskopiert und quasi als einen String von Code dann auf einen großen Austausch-Bazar wirft. Es gibt sozusagen ein Marketplace, nur dass man nicht dafür bezahlt. Es ist wirklich nur, man lädt das hoch und andere Leute können sich dabei bedienen für Talespire. Und ich habe sehr davon profitiert, dass andere sehr fleißige Leute Sachen gebaut haben, die ich selbst mitbenutzen kann. Dementsprechend sollte man sie vielleicht auch jeweils nennen. Und dann bleibt mir noch zu sagen, was als nächstes geschehen wird. Morgen passiert nichts auf diesem Channel und auch auf keinem anderen von unseren Großes. Wir werden nicht livestreamen. Freitag ist Community-Tag. Und das wird, weil ich weiterhin in der Crunch-Time mit einer Übersetzung bin, zu einem guten Teil wohl von Nico bestritten werden, der mit euch Partyspiele spielen wird. Und abends werde ich dann wieder einen Zoom-Channel eröffnen und mit unseren Unterstützern einfach plaudern, während ich 3D-gedruckte Minis bemale und ihnen zeige, was wir damit anstellen können. Der 3D-Drucker, der jetzt da ist, ist schon lange ein Patreon-Ziel gewesen. Wir haben nur darauf gewartet, dass das Modell, das wir haben wollten, wieder erhaltbar ist. Und jetzt können wir, wenn es wieder Tischrunden gibt, die aufmotzen und auch Spieler ein bisschen was zurückgeben, indem wir ihnen dann von mir handbemalte, ich glaube, ich bin halbwegs gut, individuelle Minis in die Hand drücken, wenn sie dann fertig sind. Und nice. Dann am Samstag geht die Supernatural-Runde weiter und dann werden wir wieder mit Tom Finn als Spielleiter herausfinden, was es mit dem seltsamen Fluch in der Stadt, wo wir unterwegs sind, auf sich hat und warum die ganze Zeit Krähen hinter uns her sind. Das sind die nächsten Dinge, die hier geschehen werden. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Passt allesamt auf euch auf. Gerne geschehen. Wie gesagt, das macht mir immer sehr viel Spaß. Uns auch. Die 7 Gezeichneten voranzubringen. So eine wahnsinnig intensiv. Ich glaube, es ist doch mehr oder minder das intensivste Let's Play der letzten Jahre, was ich hatte. Gab schon mal hier und da die eine oder andere Szene, aber hier ist es ja eigentlich anhaltend. Aber man spielt halt auch einfach quasi das Wichtigste, was in der Welt, von der es jemals passiert ist.
Ja, und man hat eine Ausrede, richtig fies zu werden, weil es richtig fies ist. Also gerade jetzt die ersten beiden Abenteuer haben so viele Horrorszenen. Ja, ja. Da darf ich mich mal austoben. Mit ja, du hast die Ausrede, wir nicht. Vielen Dank, nicht. Dass ihr das noch mitmacht. Noch nicht. Ja. Gut. Gut. Dann bis zum Finale, ihr Lieben. Oder zu anderen Runden, in denen wir uns wiedersehen. Macht es gut. Es war mir ein Fest und bis dann.